Also schon, ne? Einfach schön ist auch schön. Du fängst rechts rum an, ich fange links rum an. Sie haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Sie legen die Scheiße jetzt bitte auf den Boden. Mit dem VV. Sagen Sie mal, sind Sie heute etwas angespannt oder wie? Ich wiederhole nicht ungefragt, meine Lippen sind nicht aufgeregt am Zittern. Ja, aber Sie sind ganz blass. Ich würde an Ihrer Stelle zuerst einfach auf den Boden legen. Ja, warten Sie mal. Ich möchte mit Ihrem Vorgesetzten mal sprechen hier. Ja, wir warten, bis er sich einfach kann. Nee. Ich kenne auch die Zivilrechte nicht. Chris, kennst du die? Das haben wir verloren, das Buch, oder? Also ich bestehe jetzt darauf, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen. Ich dachte, wir müssen zu einem Unfall, zu einem krassen. Sie können gerne mein Fahrzeug auseinandernehmen. Das ist gar kein Problem. Sie können gerne einen Spürhund an mich schnippeln. Steck mal den Reifen hier vorne, vielleicht ist da was hinter der Verkleidung. Aber guck, dass du nicht wieder kommst. Ja, warte mal, ich mach das. Nee. Oh, warte, ich bin schon im Abbaumodus. Das ist kein Problem, Sie können noch eins machen. Wir können die Militärpolizei holen und dann... Das ist kein Reifen jetzt. Nee, sieht alles sauber aus. Okay, gut, dann Warten Sie mal. Sie können ja mal gerne die Straße runterfliegen. Ja. Sie können ja mal ganz gerne die Straße runtergehen. Da ist mein sind meine Arbeitskollegen. Nee. Jetzt sagen Sie mal bitte ruhig. Ja, ach so. Ich würde sagen, die Karre ist sauber. Was sieht hier denn gerade? Mach mal den Schrank auf. Siehst du diese Papierschnitze, die überall rumfliegen? Ja, die habe ich auch gerade gesehen. Was ist denn das? Da fliegt eine Drohne über uns. Eine Drohne ist über uns. Feindpropaganda, denke ich. So, dann gehen Sie mal bitte auf den Boden. Soldat, können Sie mir sagen, wie die Drohne für die Zeit ist? Soldat? Oh, Glorious. Ich sehe doch nicht, wer du bist. wahrscheinlich versuchen wir beim bloßen Satzablass auf jeden Fall. Dass ihr den Sichtkontakt zum Fahrzeug für die Person abbrecht, okay? Nochmal? Wenn ihr eine Person kontrolliert und wir müssen das Fahrzeug dabei kontrollieren, schaut, dass die Person keinen Sichtkontakt zu dem Fahrzeug hat, okay? Ja, das schaffen wir. Jo, super, danke. Meld mal, hier fliegt eine Drohne rum, die Flugblätter hat. Jo, haben wir schon. Ah, okay. Ist das jetzt hier gefährlich? Ja. Ich wollte nämlich heute noch zu meiner Frau nach Hause und ich dachte, sie wollen zum Unfall. Ja, aber heute Abend will ich noch halt zu meiner Frau kommen, weil wenn das jetzt hier gefährlich wird, dann muss ich werden, aber ganz schnell wieder weg. Ja, bleibt ihr mal hier, ihr beiden, oder geht ihr zurück, oder wisst ihr es? Wir brauchen wahrscheinlich hier die ganze Zeit. Einer wird auf jeden Fall hier bleiben und der andere wird dann wahrscheinlich nach unten gehen, aber schauen wir uns jetzt an. Ja, kannst du recht einschlagen. Weißt du, wie ich meine Linie benutzt kann? Achtung, kurz weg, Juri. Jetzt verstehe ich, dann brauchen wir recht einschlagen. Die Erfolge und Vorgesetzten haben. Militärpolizei. Er sträubt sich gegen eine Besuchung, er sträubt sich dagegen. Frau Fragen zu antworten, er antwortet ungefragt auf alles Mögliche. Und erzählt, bei deinem Minendetektor wird es so sein, du musst die Tiere anschauen, die Minen. Also du musst unter das Fahrzeug kriechen. Okay. Und, aber ich muss nicht anschalten oder irgendwie sowas. Nee, außer, hast du einen Ding dabei? Den großen auch dabei? Nee, ich hab nur den kleinen dabei. Okay, nee, das passt. Dann einfach unter Radkasten schauen und so weiter. Und wenn du 100%ig sicher bist, ob du was findest, wenn wir eine Person dann sagst du mir, dann kommen wir mit dem großen nochmal und checken dann mal drüber, okay? So abstellen. Dann bleibst du hier, oder? Bei deinem Kollegen hier, ja, dann bleib ich hier. Dann geh ich mal soll aussteigen, wenn ich sei verdächtig. Ich will nur zu einem Unfall. Ich habe den lieben Herrn, ich weiß nicht seinen Rang, wo, oder seinen Namen, den hat er mir auch noch nicht mal gegeben. Okay. Dem habe ich nur informiert, dass ich zu einem Unfall will und ob er davon wüsste. Also hat er mich losgelassen. Also hat er gleich gesagt, also ich kann jetzt kommen aus dem Fahrzeug, sofort aussteigen. Na, und wunderbar, dann wissen Sie, wo genau ist das? Nein, ich bin nur IOD. Ich gehöre nicht zum Rekruten. Zwei Querstraßen weiter. Das ist meine Information. Mein Chef also das Fahrzeug ist im Auto sauber von hinten, der ist Lass uns dann Leute das System einer Schleuse noch begreifen, weil die haben einfach ganze Schrank die ganze Zeit offen. Er hatte schon mal Probleme mit den Gefahren. Ich weiß aber nicht warum, Wir haben den Boris Schrank auf ganze Zeit auf. Moment. Durchgehen, ich kann auch mal rein. Aber die Schrank ist zu vorne. Ja. Bei mir sind die zu. Passt mal drauf auf, dass die Schranken zu sind.
Die werden ganz normal durchsucht. Also ja, die Richtung, Richtung rechts, Nord, die ist zu. Rechts. Das macht gleich ein bisschen. Hinter uns. Komisch erscheinen, wenn man es jetzt nicht hinter kennt, uns aber hier? Die ist zu, aber da hinten sind zwei. Ja, mit denen habe ich gar nichts zu tun. Da hast du nichts mit zu tun, nee. Den Namen habe ich mir nie ausgesucht. Ja. Hat, ist gerade, kam da gerade ein Container runter? Wir wurden mit Flugblättern überlegt. Ja, aber da hinten kam auch gerade ein Container runter. Auf 20. Ja. Na, ich glaube, sie können was lassen. Kannst wieder reinkommen. Also, hat das alles hier schon seine Legitimität. So, Chris, du hast die ehrenvolle Aufgabe, immer noch zu achten, dass die Schranke zu ist. Jawohl. Okay, wir haben ein Problem, dass die Schranken nicht mal gleich aussehen. Ja. Bei mir sind sie zu, alles richtig gemacht. Bei mir sind sie auch zu. Sind sie offen? Also die vorne ist offen. Nee, bei mir sind alle zu, außer die im Süden. Hinten, die zwei sind offen. Ja. Kann ich ihnen den irgendwie geben? Ah, Moment, warten Sie mal. Petrowski regelt das schon, ja. Dass die so sind, wie sie sein müssen. Also wie gesagt, das zwei Leute hinten, zwei Leute vorne. Die hinten machen die Kontrollen, die vorne bleiben immer da, wo sie sind. Ja. Wenn mehr Leute gebraucht werden, schickt die Speckles zu dir. Wen soll ich zu mir schicken? Speckles schickt dir dann Leute, wenn du mehr Leute brauchst. Wunderbar, ja, dann gehe ich mal nach vorne. Ja, schlecht im Plan. Ja, aber zwei Leute hinten, zwei Leute vorne, der Rest wird. Die waren da wahrscheinlich. Ist der Herr Bob gerade? Ja. Ja, warte, ich bin kurz weg. Oh, gar kein Problem. Gleich wieder da. Dann unterhalte ich mich kurz mit dem Kollegen. Ja, genau. So, ich gebe Ihnen dann mal kurz meinen Ausweis. Ja, gerne. Bitteschön. Oh, gut, machen wir einen kleinen Datenabgleich, Geburtsdatum. Ja, kein Problem. 22.11. Ja? Ja, 1972. 72. Gut gehalten. Auf dem Ausweis steht 74. Ja, wissen Sie. Okay, nochmal. Nimmt mir hier nicht so genau, ne? Monty? Ja? Yeah? Geh mal nach vorne. Einen Moment. Jawohl. Ich muss mal. Sagen Sie mal. Monty, komm. Sie hier die ganze Zeit. Bist du in unserem Funkkreis? Nein, ich bin in einem separaten. Ah, super. Dir wäre es lieber, also ich muss gerade überlegen, ob ich den Tanklaster jetzt reinlasse. Das ist ein riesengroßer Tanklaster, ne? Ich kann den auch hier vor Ort checken. Ja, dann mach das mal fix. Mach mal die Schranke auf. Das ist nicht mein Job. So, ich habe dann was wollen Sie denn jetzt von mir? Dann treten Sie mal schön 2 Meter zurück. Sie hier. Ich trete wohin zurück? Hier Zivilisten. Ihr kommt jetzt mal bitte. Nee, ich komm nicht mit, ich will hier durchfahren. Doch, Monty, komm mal, mach mal doch, Monty, hallo, mal weiter. Ich will ihr kommt jetzt mit, habe ich gesagt. Sonst kommt die Militärpolizei und Klaus hat heute einen ganz, ganz schlechten Tag. Warum soll ich denn jetzt mitkommen? Ich habe nichts gemacht. Ich bin von der Hallo, weil Sie vom Fahrzeug weg sollen. Weil Sie jetzt vom Fahrzeug wegkommen. Nehmen Sie die Waffe runter. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Drohne extrem... Treten Sie jetzt mal bitte 3 Schritt zurück. Wieso das denn? Akzeptieren Sie die Autorität der US-Armee? Wir brauchen die Militärpolizei. Ich bin im Namen von IDEP beauftragt, hier Treibstoff zu transportieren. Da brauchen Sie nicht durchzugucken. Ja. So, Sie kommen jetzt und Sie nehmen die Papiere. Hier haben Sie die Papiere. Ja, ich hab's erklärt. Gehen Sie mal schön ein paar Meter zurück. Haben Sie die Papiere gesehen? Ich sagte, Sie gehen ein paar Meter zurück. Sie haben doch gerade meine Papiere gekriegt. Der Stress, oh mein Gott. So, sehen Sie die Papiere? Ja, ich sehe Ihre Papiere. Ich muss jetzt Ihren Wagen einmal... Und hier ist okay, Monty und alles Tower, super. Auch zwei. Ich muss jetzt Ihre Papiere einmal... ich muss jetzt Ihren LKW einmal kurz überprüfen und dann können Sie auch gleich weiterfahren. Was wollen Sie denn überprüfen? Detlef, Sie haben doch gerade meine... Detlef, hör mir mal zu, Detlef, bitte, ich muss einfach gucken, ob das Ding TÜV-mäßig genommen ist und das gucke ich mir jetzt an. Komm jetzt hier rüber, lass die Ihre Arbeit machen. Komm jetzt, ja, hier rüber. Anscheinend muss ich das mal mich beschweren bei meinem Chef. Und die, bei dir alles gut? Ja, komm, das können wir. Ja, ich hatte gerade einen etwas hartnäckigeren Tanklasterfahrer, den ich gerade, also wir warten gerade auf die MP und ich check hier gerade ein Fahrzeug. Ja, denk dran, der Typ interessiert dich nicht, du checkst nur das Fahrzeug und was im Fahrzeug drin ist. Das ist leichter gesagt als getan. Ja, ne, das Filzen musst du halt die anderen übernehmen lassen, weil, ne, das ist uns egal. Ja, klar.
Blei aus, wollten sehr, sehr lange. Das stimmt doch nicht. Wir sind so, Herr, wie ist Ihr Name? Walterich. Mein Name ist Detlef Müller. Jutta. Gut, Herr Müller, ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Dann von euch beiden mal gerade Moment Zeit. An meinen Kollegen weitergeben davon. Doch, komm schon. Dann können Sie wahrscheinlich gleich weiterfahren. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass er heute ein bisschen gestresst ist. Ah, sind wir das nicht alle? Ich muss so. In den nächsten Tag muss ich öfters durch. Ja, haben wir, ja. Ja, Detlef, was finde ich der ganze Truppe? Petrolski? Ja. Sauber, die Papiere passen auch, also von meinetwegen kann der durch. Ja, dann würde ich sagen, Lois, lassen wir den durch. Ja, kommen die vorbei an dem? So, hier. Soll ich den Wagen kurz mal umfahren da vorne? Ja, mach das. Kann ich du mal losfahren? Fahren wir den Wagen weg. Ich lege Ihnen den Rucksack direkt auf den Boden. Sie können selber reingucken. Wie gesagt, ich mache mich komplett nackig. Da können Sie auch gerne dann... Aber können wir das nicht hier machen? Können wir das woanders machen? Das machen wir genau hier. Ja, aber wissen Sie, können Sie dann irgendwie dafür sorgen, dass nicht so viele Leute hergucken? Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nackig bin. Ja. Ein Moment, so. So. Ich trete davon zurück. Jawohl. Da müssen wir in die Ausfahrt da rein, oder wo sind wir hin? Oh, links von dir, noch vor der Schranke. Also außerhalb jetzt von der Schranke oder innerhalb der Schranke? Da wo du stehst, jetzt auf der linken Straßenseite halt. Ja? Sagt der Melke, wir sollen mal ein bisschen weiter zurückfahren, weil das bringt nichts, wenn er hier jetzt Gas gibt. Wunderbar. Genau. Monty? Alter, war der stressig. Richtig gut. Der Bauwagen Richtung Norden. Ach, das ist gerade. Ich hab den Wagen mal hierhin umgeparkt, ich weiß nicht, ob es okay ist. Das ist okay. Ah, nein, fahr ihn weg. Hey, lass den Wagen mal noch hier stehen. Ich will nicht. Bitte? Lass den Wagen mal noch hier stehen. Aber dann hat er ja Sichtfeld darauf. Richtig. Aber der Wagen ist gecheckt. Ist kein Sprengstoff drin. Ja, wunderbar. Ob ich das irgendwo abgeben kann und wollte das erstmal dabei haben. Hast du, oder? Weil wissen Sie, wenn ich das denke schon. Du bist einfach nur Glorious unterstellt, oder? Ich bin keinem von euch unterstellt, ich unterstütze euch. Ja, willst du mich unterstützen, Monty? Also der Kollege hat ja auch meine Akte überprüft. Komm mit, Monty. Wir stellen uns mit zur Schranke, das ist wichtig. Schranke ist nicht mein Job. Ich bin noch nie auffällig geworden. Ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass wir sie übernehmen. Ich habe gesagt, wir stellen uns hin. Akte ist heute ganz komisch. So, wenn Kanna 500 Meter weit weg ist, höre ich ihn. Aber beim Rest ist komisch. Vielleicht schreit er gerade. Vielleicht sollte er mal weniger schreien. Nee, keine Ahnung. Oh shit. Sorry. Ist er? Sorry. Ach, war ein Fehlschuss? Ein Zivilist. Ein Fehlschuss war ein Fehlschuss, falls es euch interessiert. Ja, so. Klar. Ich hoffe, das war eine einfach mal aus Versehen. Das war doch bestimmt wieder ein Förstler, oder? Das kann doch nur ein Förstler gewesen sein. Nee. Ah, gut. Dann bin ich glücklich. Wir haben gute, hier, Dingens, Disziplin. Ausbildungsprogramme. Ja, das auch. Von der Müllpolizei, Leute, schlechte Laune. Kann sowas passieren. Also meine Waffe ist gesichert. Meine ist auch gesichert. Meine zeigt nach unten. Das auch, aber sie ist auch gesichert. Das muss reichen. Wo ist Condor? Hier. Du bist oben mit Lutz und Panzerfan, oder? Ich bin hier unten. Die andere Truppe ist gerade Alpha 1. Du bist hier im Lutz Panzerfan und Krönke ist ein Fahrzeug, oder? Wie bitte was? Wo ist Condor? So, hier ist Condor, direkt hinter dir. Munitionskiste ist ein Fahrzeug. So, Person war unterwegs. Achso, ja, der ist unterwegs. Läuft wie geschmiert. Wurden angeblich in einem anderen Fahrzeug gefunden. Das reicht so, oder? Sturmgewehr. Durch ja mal durchgehen. Die regen mich ganz schnell auf die Blätter. Schade, kann man das sich nicht anfangen. Ja, darf ich auch. Monty, willst du dir nicht einen Besen schnappen? Gut, dass sie mir nichts zu sagen haben, Sir. Ja, gut, aber letztlich ist der Eckstelle ja die MPs. Wenn die halt nicht vorankommen, dann mit der Besenbefragung. Da müssen wir ja die Leute vor der E-Adaptions- und Schiffe ausschalten. Das ist ja ätzend. Okay. Oh, Petrolski, was sagen wir dann halt mal? Naja, gut, aber eigentlich ist da vorne abfüllt, genau. Die Wachen irgendwo hinter dir, ja, oder? Ja, von meinem Freund. Ja, möglichst auch da in der Nähe, wo aber natürlich nicht der Container, wo er ist. Ja, klar. Okay. Also, hier? 21 Uhr, glaube ich. 21 Uhr, ja. Ich könnte das aber noch länger machen, das Witzige hier.
Ja, wir haben noch 3 Stunden vor. Zweieinhalb Stunden. Ah. Also, das macht Spaß, also ich find's echt gut. Ich mag Baldrisch, Monty, Position. Wir müssen ein bisschen rum, beleidigt sie auf und dann der zweiten Schranke Richtung Norden. Da bin ich gerade mit dem Trupp, wo der Jeep steht und der etwas größere Gefechtswagen. Petrowski? Ja. Sicht zur Lagerinfo. Zugführung ist da oben im Bunker zu zweit, die sichern uns auch mit. Soweit auch die, natürlich wirst du gesichert durch das MG und den Scharfschützen von uns. Haben Sie den Kollegen aus? Plus das 50 Cal vom Fahrzeug ist auch besetzt von uns. Ja, wunderbar. Du zwei Leute vorne, zwei Leute hinten. Beide hinten übernehmen Personenkontrolle, bzw. Ausladen der Fahrzeuge. Wenn zu viele Personen im Fahrzeug sind, wird auch Spreckles noch, der hinter euch steht, auch noch dazukommen, wenn nötig. Ja, wunderbar. Wollen wir das Fahrzeug hier vor der Schranke aufstellen? Schuss, Schuss, wegseitig. Beschuss aus Westen. Zwei verletzt. Alpha 1, Alpha, komm. Ah, verletzt? Ach, das geht voll. Kontakt Nord, Nordwest! Guck mal, mein Köpfe. Wir haben uns im Visier. Ich bin verwundet. Wir brauchen hier einen Medic. Ja. Medic! 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 Minus 1, wir brauchen hier einen Medic. Ich nehm den hier mal kurz mit. Ja. Viel Erfolg! Ich hoffe, du hebst dir keinen Bruch. Als Chef, alt genug bin ich, so ist nicht. Da denkt man, hier so ein Schrankenjob ist cool. Ja, passt auf, eigene Wechsel gerade auf den Feindkontakt hin. Chris, wer ist ausgefahren von uns? Petrolski. Ist aber schon in Rückführung zu Sunnys. Wir Alpha 2 haben einen Ausfall, wird verlegt zu Sunny. Okay. Jungs, wie ist euer Status? Mal alle durchzählen mit grün, wie es bei euch geht. Team 2 ist nicht. Sonst noch jemand medizinische Versorgung, dann ruf den Sunny. Ja, hier, Taube, lebt noch. Was hast du gemacht? Ruf den Sunny. Ich bin kein Sunny. Also, wie gesagt, mir ist jetzt gut. Gut, ich krieg keine Antwort von Baldrich, ja. Also wird da wahrscheinlich irgendwie ein Problem sein. Nee, der checkt nur gerade ein Fahrzeug. Ah, okay, gut, gut. Ja, ich habe hier gerade einen ziemlich fetten Kopfschuss kassiert. Also es ging Gott sei Dank in den Helm und hat mich dann nur ballistisch erwischt. Gut zu hören. Oh, versuch noch allzu viel zu funken wegen, ne? Explosionsstoffe und so weiter, sprengen und so weiter. Ja, schon klar. Nächstes Mal baller ich da gleich einen Kurziger hin. Ach, du bist doch Grenadier sogar, ne? Ja. Ja. Positiv. Bam! Das muss Bam machen. Ja, denke ich mir auch. Und dann heißt es, oder waren Friendlies? Warum schießen die da? Das sind Friendlies. Nee, das waren keine Friendlies. Da haben keine Friendlies so. Da haben keine Friendlies zu sein. Nee, ich mein ja. Und der Schuss kam auch eindeutig aus der Richtung. Zumindest oder mein Vollspurfeuer. Und der da hat definitiv nach da geschossen. Nee, das war ich. Ja, der da, aber auch. So, dann ist gut. Ja, ich glaube, ich muss halt gleich zu den Medics. Nochmal bei einer Large Velocity. Trauma. Ja, ich stehe hier, also wir können weiterhin gehen. Genau. Nee, ich habe nicht genügend Platz, im Gras haben sie noch drin. Monty? Ja? Du bist doch auch so ingenieurmäßig unterwegs, ja, oder nicht? Ja, genau. Habt ihr ein kaputtes Fahrzeug? Nee, aber könnt ihr, macht ihr auch Nachschub? Also wenn man irgendwie Visiere oder so bräuchte? Breakfast bin ich da. Negativ. Ja. Weil wir haben halt kaum Nachtsichtvisiere. Ja, es wurde zu früh gemeldet. Habe ich keinen Einfluss drauf. Ich, Nachschub bin ich nicht für verantwortlich. Also Breakfast, ich habe zur Zugführung gemeldet. Höchstpersönlich. Ja. Also.
Also die haben gesagt, die schauen. Also ich kann es nicht versprechen, aber... Wurde weitergegeben, noch nach oben auf jeden Fall. Soll ich den Wagen hier mal wieder auf Straße bringen? Wo ist dann eigentlich der? Ja, der ist verhaftet worden. Fahrzeug kommt. Verhaftet worden? Das Fahrzeug mal ja, der wurde oder? Abgeführt auf jeden Fall. Ich habe nur gesehen, dass ein MP den abgeführt hat. In Unterwäsche. Glorious to Chris, hier will einer durch. Neben dir. Ja. Okay. Also alles, was von innen nach außen kommt, darf durch, weil du so auf der anderen Seite kontrolliert. Kommen wir gleich nochmal wieder, okay. Keine Angst. Also. Ja, da freuen wir uns. Vorne die Schranke auf. Oh. Achso, die Anweisung hatten. Mach ich kurz vorbei. Danke. Nee, ich hab noch nicht alles. Ich muss mal ganz kurz was klären gehen, Moment mal. Auch den EOD für die Klamotten oder? Nee. Alles gut, okay. Das nicht. Danke. Der Jeep steht da ja immer noch. Ja, die haben den Fahrer zumindest erstmal zum Verhör mitgenommen. Eine Person festgesetzt, bin ich der Polizei kommandiert. Ich einfach plötzlich wieder auf Ziel gescheißt. Gut, dann Fahrzeug auch raus aus dem Checkpoint und dann irgendwo links oder rechts das Fahrzeug abstellen. So, dass man es noch sehen kann. Wollte ich auch gerade sagen. Da keine ja. Okay, wir dürfen das Fahrzeug nach draußen verlegen. Links oder rechts Straßenrand, wo wir es noch sehen können. Okay. Also Checkpoint Rounds, links oder rechts Straßenrand, wo wir es sehen können noch. Kannst du irgendwie mit Schnappen noch? Kannst du vielleicht auch gleich Bond mitnehmen oder so? Ja, das Ding ist gecheckt, also. Warten wir einfach mal. Kann jemand mal meinen Platz mal nehmen? Ich muss mal zum Medic. Eine Wunde geht immer wieder. Ja, rein. Mach ich so lange. Ja. Okay. Danke. Weißt du, wo er ist? Circa 30 Meter rechts. Ja, danke. Schranke aufmachen. Ach, die zwei Kollegen wieder. Achso, wäre das mein Job gewesen. Oh, Entschuldigung. War nichts verloren. Ja, verstanden. Ja, warten. Und wie läuft's? Oh, gut. Also, ich habe noch keine Minen gefunden. Ich war sehr effektiv. Sehr schön, danke. Ja, ich glaube, das wird heute insgesamt sehr entspannt. Oder? Ich denke auch. Aber wir haben ja noch 2,5 Stunden vor uns. Naja, 2 Stunden, ne? Ja, achso, ich bin 11. Ja, 2 Stunden und 19 Minuten. Da geht aber meine Uhr ziemlich falsch. Wir haben, also das geht bis 21 Uhr, werden glaube ich, jetzt abgelöst und wir haben es hier... Achso, ah okay, es geht nach Ingame-Zeit. Also. Ja, Ingame-Zeit, ja. Ja, aber Achtung, die Ingame-Zeit ist ein bisschen schneller unterwegs, hab ich das Gefühl. Na, auf jeden Fall um 23 Uhr ist, also 2 Stunden haben wir auf jeden Fall noch. Komm, Fahrzeug, mach die Schranke auf. Der Ecke oder sowas. Ja, danke! Jawohl! Ist das ein Spaß. Elektromotor, ey? Ja, immer noch in Behandlung. Oder hörst du den? Jo, danke. Schöne Weiterfahrt noch. Schade, mal, mit nee, welche, ich welches Flugzeug habt ihr, Jungs? Von Condor. Das muss ein Elektrofahrzeug sein. Ja, schade finde ich ja bei den Blaulichtern, dass die keinen wirklichen Lichtwurf haben. Ja, das stimmt. Das wäre geil, wenn die halt wirklich noch so Rundumlicht hätten. Ja, diese Leuchtturm. Genau. Also wenn die so wie die normalen Schallenwerfer zum Beispiel reagieren würden.
Oh, Monty, das ganze Immersion mit der Aber da frage ich mich ja, das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein zu implementieren. Ich meine, das, zumindest bei Arma 2 gab es Leuchttürme, das kann ich mich dran erinnern. Die halt immer so ein rundum. Ja, eben. Ja, ja. Ich kenne mich in Arma 3 nicht so genau aus. Ah, okay. Oh, ja. Sorry, ich höre gerade. Mag sein. Warum man nicht das einfach benutzt? Man muss halt ein bisschen runterskalieren von der Lichtstärke her und von der Reichweite vom Licht. Aber sonst. Ja, viele modden das nach. Ja. Oder nicht modden, skripten das nach. Aber scheiße verstanden. Oh, meine Wunde ist wieder aufgegangen. Ich muss zum Sanitäter. Ja, willst du gerade zum Medic Car sein? Ich bleib hier. Okay. Das sind die Medics? Wo ist er? Baldrich, ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zum Medic. Ich hab. Frank, wenn dir langweilig ist, kommt das auflösen sollen, sagst du Bescheid. Ja. Okay, danke. Jo, mach das. Doofe Frage, weiß einer, wo die Medics hier bei uns in der Basis sind? Das ist die Sache, die sind gerade weggefahren. Ach so, ja, dann warte ich, dann warte ich. Ja, ich glaube, das wurde schon weitergegeben. Hab ich auch gerade vergessen. Ah, dann verbinde ich mich erstmal selber mit dem Turban und dann kriegen wir schon irgendwie hin. Was los, der MG-Schütze? Nichts. Doch, ne? Hallo. Wenn du siehst, dass die Medics wieder reinkommen, kannst du mir Bescheid geben? Jo, mache. Dankeschön. Dann bin ich wieder am im Nordtor. Schlecht. Ja, ich bin nutzlos. Was? Nein, du bist nutzlos. Ja, eine Scharfschützenzone Nachtsichtvisier ist nutzlos. Kann ich auch mit einer Barretta werfen. Das lief dem ziemlich großen Kaliber aus. Zu uns durchfunken oder rufen, wenn ein Fahrzeug von unten kommt? Ja, mach ich. Petrolski? Nee, ach nee, MP. Entschuldigung, nee. Entschuldigung, Sir. Oh, ja, oh, ja, kein Thema, kein Thema. Alles locker. Oh, VOD, Bitch. Ja, ja. Ich kenn mich aus. Ja. Ich bin ein bisschen demotiviert, ich habe noch keine Sprengfallen gefunden. Oh, macht nichts. Also wenn du irgendwas Explosives haben möchtest, wir haben gerade 3 oder 4 Insen. Ja. Ach. So. Liegen da hinten rum. Schön konfisziert. Was ist genau, was ist eigentlich aus dem Jeepfahrer hier geworden, den ihr hattet? Der ist in den Knast gewandert. Oh, war das der Sprengkrams dabei hatte, oder? Ja, ein paar Granaten, Sturmgewehr, Munition, alles gefunden. Was fällt ihm denn wohl ein, oder? Ja, IOD und die MP mal bitte ein paar Meter zurücktreten, mehr in die Mitte, weil wenn wir beschossen werden, können wir euch besser decken, wenn ihr drin seid, nicht draußen. Moment. Kann mir nachher einmal jemand Bescheid sagen, wenn die Medics wieder da sind? Ich muss dringend verarztet werden. Die Medics sind da, kannst gehen. Okay, danke. Wo sind die ungefähr? 50 Meter rechte Straßenseite, steht auch ein Medic-Fahrzeug. Ah, okay, danke. Hast du das Plasma aus seinen Klamotten mitgenommen? Häubchen! Scheiße, davon liegt jetzt noch so viel davon, was ich noch mal nicht unterbekommen habe. Die Sachen könnte man ja eigentlich behalten und den Medics weitergeben und sowas. Ja, bestimmt auch glücklich. Ja. Gern mal ins Lagerfeuer, oder? Kannst du nicht erreichen, oder was? Also, den wir irgendwann abgelöst. Was ist denn das? Ja, warte mal. Weil du wirst wahrscheinlich mehr hier im 2 hocken, deswegen. War super. Ich hab grad einen MG mein Visier gegeben. Und wer wird's mehr brauchen als ihr 2? Oh, dann Nagel. Nix in der Kiste? Hast du's? Jo, dankeschön. Kameraden, eine Frage. Wisst ihr, wo die Medics sind? Ja. Okay, danke. Wo? Ja, hier. Ach, ihr seid die Medics! Ich brauche Hilfe. Ich hab ein Ding an den Kopf gekriegt. Ein Ding. Eine Kugel. Das Thema Nachtsichtgerät. Achso. Achso. Eine Kugel am Kopf. Schaut mal nur noch einen Streifschuss aus, also alles gut. Es geht immer wieder auf und ich blute. Ja. Das Ding ist, dass unser Farbes Krankenhaus im Moment unterwegs ist. Wir das deswegen nicht nehmen können. Das heißt also, wir müssen da immer wieder Verbandzeug draufklatschen. Okay, habt ihr vielleicht ein, zwei Bandagen für mich noch? Ja, Lager, ja. Da haben wir noch was.
Was brauchst du denn noch? Oder hast du alles verbraucht? Nee, ich hab jetzt immer die Moment, was habe ich draufgeknallt? Die ganz normalen Bandagen einfach habe ich jetzt immer draufgeknallt. Die Field Dressings, ne? Immer Quicklot. Genau, ein Quicklot und eine elastische Bandage hilft eigentlich ganz gut. Also eine Mullbinde. Okay, von denen habe ich noch ein paar. Gut, dann. Hier Alpha. Ja. Dann komme ich nachher nochmal. Bewegungen dort in dem Bereich ist nichts bekannt. Pending. Kommen. Oh, toll. Gut, Meldung war gerade, ich glaube, bei die Medics konnten mir nicht helfen. Wie die Truppe kommt. Also hier im Nordtor ist ziemlich ruhig. Was? Ich hab gefunkt. Also der BRT ist wieder da. Gut, dann geh ich dann nochmal hin. Feiert. Rennt. Keiner warm. So, nee. Warte. Stopp. Einschlagen und dann. Muss noch ein bisschen vor wieder. Schade. Ja genau, und jetzt voll einschlagen wieder. Warte. Entschuldigung? Ja? Ich bräuchte etwas medizinische Aufmerksamkeit. Alles klar, was haben Sie denn? Eine Wunde am Kopf, die immer wieder aufgeht. Achso, wir hatten uns gerade. Ach, hatten wir gerade, ja. Ja, gut. Komm so mal nach unten rein, dann haben wir da ein bisschen Zeug, womit wir da dann nehmen können. Jawohl. Ah, ist aber ein gemütliches Fahrzeug. Also, würde ich jetzt so nicht sagen, aber also warum nicht auch immer jetzt vorne sitze. Der Sitz ist toll hier. Ja. Okay, das hat Zeit. Oh, shit. Alle Medics raus. Ah, Entschuldigung, ich... Monty, alles gut bei dir? Ja, Monty lebt, alles gut. Monty lebt, alles gut. Ja, ist so. Haltet euch noch zurück. Ich geh mal zum Sprengbereich, da ist ein Fahrzeug in die Luft geflogen. Weg das Abstand halten, wir sind dabei. Im letzten Mal raus. Achtung, ja. Die kommt hoch. Ja, ist es nicht so, ob es Verletzte gegeben hat? Stimmt, bin hinter dir. Kann sich bloß nicht am Feuer verletzen, ne? Anfangen habe ich keine Lust. So, EOD ist hier. Waren das die zwei? Ja, die mit. Lassen gleich hinrichten. Warum habt ihr nicht einen EOD angefordert? Das ging nicht so schnell.
Wenn du... auch wenn du hier gewesen wärst, hätten sie es wahrscheinlich gleich hochgejagt oder sowas. Ah, okay. Ah, also habt ihr sie rausgeholt und haben sie direkt gezündet, oder? Ja, so in der Art. Schweine. Lass die Leute zum Medic los! Fuck, da vorne sind die jetzt. Die Medics sind wieder da, falls du verwundet bist. Was soll denn das? Ich kann ihn nicht tragen. Grant und nimmst ihn jetzt hoch. Los. Kann ich nicht. Ja, warte, ich bete selber. Okay, mach ich. So, nee, ich hab ihn jetzt. So, ab zum Medic. 1, 2, 1, 2 und los. Nee, sind mein Kollege jetzt fest. Warte mal, still jetzt. Bleib stehen. Oh, scheiße, ich weiß nicht, wie ich so, ich check mal nach Restminen. Bei mir blinkt alles. Rauf, könntest du den Typen nochmal. Ja, super. Perfekt. Was soll denn das? Boah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prüf auf Restminen. Komm gleich. Ja, ich lauf hinterher. Alter, ich sehe nichts mehr. Na, einfach hinterher. Wow! Hallo? Alter. Geschossen? Wir müssen hier stehen, oder was? Wir können uns wenigstens zur Sicherheit bringen, ne? Da ist eine wunderbare Sandbarriere. Die hält. Ich dachte, okay, bist du gut wie nutzlos. Wenn ihr euch... Kriegen wir vielleicht ein paar Infos? Also, wenn wir euch Infos geben, kriegen wir eine kleinere Strafe. Alter, dein Maul, ey! Ah, ey, ich hab keinen Bock jetzt mein ganzes Leben lang im Knast zu sitzen. Das ist das Leben, ja, gar ja, denkst du, ich glaube, dass das Auto explodiert, dass wir das nicht waren? Ja, ich war das nicht. Ja, ich sitze wieder, hat sich jetzt hinter die Hügel. Ich hab dich nur abgeholt, ja, was du machst, das wäre nicht mehr egal. Ja, ich kann nicht auf. Ich kann auch nur mit 81 ich hab deine Hand nicht zu sehen. Ja, das ist echt. Ja, Nachtzettel ist useless momentan. Scheiße. Ja, das Coole ist nicht mal, wenn ich über das Gewehr schaue, ist es nachtsichtkompatibel geil. Ja, eben, wir haben Rotpunktvisier alle und können es gleich auch nur machen. Nehmen Sie mich hier als Deckung oder was? Ja, bitte nicht so ins Gesicht leuchten mit der Taschenlampe, das ist sehr unhöflich. Interessiert mich kein Stück. Ey, bevor mein Unschuld hier nicht bewiesen ist, mache ich hier. Ich habe ja nichts zu sagen. Ne? Weil seine Schuld mir aber meine Schuld, gar nichts zu sagen. So jetzt. Ohne Witz, was hast du mit deinem Auto gemacht, ey? Das ist mein Auto, ich hab's von dir geliehen, du Arsch. Ja, aber du bist vorher durch hier bestimmt noch hier durchgefahren. Ich sag, ich hab was zum Fischen, ja. Wir retten da gerade aufs Fahrzeug zu. Ja, ja. Wir haben eine Ambulanz vorne. An der Schranke. Was haben die hinter? Spreckel, mach mal die Schranke auf. Hallo, schönen guten Tag. Wir müssen mal schnell durch. Wir haben verletzten Polizisten drinnen. Ja, das Fahrzeug muss erstmal gecheckt werden. Wenn ich den Polizisten mal sehen. Der ist verwundet. Ich muss ganz schnell ins Krankenhaus. Ich hab keine Zeit. Kann mir einer kurz die Schranke aufmachen? Kollege, mach mal die Sirene aus. Danke. Au. So, der Kollege, der Fahrer muss aussteigen. Au. Steig mal aus, Fahrer. Was ist los? Der Typ da hinten, der qualmt schon. Der tut alles weh. Gibt's eine Möglichkeit, den auszuladen, oder? Ja, ungern. Au. So, Herr Polizist, steigen Sie mal mit aus. Kommen Sie mal raus. Oh, ich kann nicht. Helf ihn, warten Sie. 3, 2, 1, los! Oh. Monty, willst du die nicht durchlassen? Hat der Papiere dabei? Keine Ahnung, ich habe ihn auf der Straße gerade eben aufgefunden und er meint laut seiner Aussage, ruhig wurde bleiben, er wir von helfen. Rebellen angeschossen. Ich brauche einen Verband am linken Fuß. Ja, Arbeit. Patrick sitzt. Ja. Gut, Fahrzeug ist sauber. Ich gebe ihm was gegen Schmerzen. Die Insassen musst du checken, da kann ich nichts zu sagen. Monty, bist du noch da? Ja, also, jetzt ganz schnell weiter. Also echt, der ist ja der Checkpoint ist komplett geschlossen, ist komplett dicht. Ja, die haben hier einen Schwerverletzten, der durch muss. Nein, zurück im Checkpoint ist komplett geschlossen. Die müssen ausdrücken oder müssen woanders hin? Ich guck mal. Petrolski, hast du gehört?
Nee. Der Checkpoint ist geschlossen, die müssen woanders langfahren. Komplett geschlossen, wunderbar. So, Checkpoint ist komplett geschlossen. Das war sein Fahrzeug. Danke. Lust haben wir für dich. Ich hab dir das vor einer Woche geliehen. Falls ihr es noch nicht gehört habt, der Checkpoint ist dicht. Ich halte mich hier nicht rein, weil der Scheiße da. Entschuldigung, aber ich hab dir vor einer Woche geliehen. Du bist sogar hier durchgefahren, hast du mir erzählt. Ja, das siehst du, da kann, was soll ich damit zu tun haben, wenn ich eh schon durchfahren bin? Geh mal mit ihm weiter weg. Ich bin blind, ja. Mann, ey. Ja, also die ist, sag mal, 900 Meter ist die weg, sag ich mal, circa. Und, auf halber Höhe, sozusagen. Airport Mobile heißt es, glaube ich. Also wenn du jetzt die Strommasten nimmst und dann circa, ja, 10 Meter drüber und ein Stück nach links, 3 Meter nach links circa. Ich meins ist in der Werkstatt, weil mir letztens jemand draufgefahren ist. Okay, ich sehe das echt nicht. Er hat es mir geliehen und meinte, ja, dafür muss ich ihn dann zum Fischen abholen. Hab ich gesagt, ja, alles klar. Ich bin ja vor einer halben Stunde ungefähr, bin ich hier durchgefahren. Und da war doch alles okay. Warum sollte jetzt was passieren? Da hab ich kurz... Wir haben hier einen Flughafen, so eine Amazon-Drohne. Wann habt ihr denn das Auto getauscht? Also wann hat ihr das Auto ausgeliehen? Jetzt ist die Frage, wenn ihr nicht durch können müssen, sieht den Ball... Ich sehe es alle klar. Runter. Durch den Ball komplett geschlossen. Mir hat noch niemand was gemeldet. Also wir haben zwei Schwerverletzte, wir müssen sofort ins Hospital. Ja, dann fahrt. Wir müssen aber unten Richtung Harcourt und da ist einfach da alle, Rosamund meldet mir, zwei Schwerverletzte. Wir haben hier einen Schwerverletzten. Die fahren jetzt ins Hospital. Lass die durch, wir haben jetzt also hier nicht erstmal sofort Möglichkeiten auf sanitätsdienstliche Versorgung von dem. Würde ich jetzt nicht sagen können, weil ich kann auch jetzt eigentlich, würde ich jetzt hier einfach. Schüsse und der Polizist laut seiner Aussage gesagt hat... Wir gehen mal ein bisschen in der sichere Richtung. Na ja, bitte, Joko. Aber bloß nicht in die Richtung von dem Arschloch, der mich halt die Scheiße reingeritten hat. Ja, aber dort, wo das Arschloch jetzt gerade ist, ist es etwas sicherer als hier. Boah, ich kann für nichts versprechen, ey. Und was ihr beiden miteinander treibt, interessiert uns nicht. Wir lassen das Medic-Fahrzeug in die Schleuse rein, damit die Deckung haben vom Beschuss. Die scheinen soweit wirklich richtige Medics zu sein. Wir lassen die in die Schleuse rein. Einfach. Hier! Yeah. Wir checken dann das Fahrzeug nochmal schnell drüber mit Minendetektor und so weiter. Das ist dann, gut, hab ich schon, haben. Aber mach du mal mit deinem... Hast du auch schon? Ja, ich war schon dran, ja. Okay, dann passt. Siehst du wenigstens die Drohne oder bin ich jetzt wirklich verrückt? Nein, langsam? Du meinst die blauen Positionslichter, ne? Ja, genau. Ja, die sehe ich. Ja gut, weil irgendwie sieht die keine aus, sicher jetzt. Okay, dann melde ich mal. Verrückt, ey. Weil das Komische ist, die bleibt ja stehen, die bewegt sich ja, nicht. Ja, nee, habt ihr auch an Arnold schon weitergeleitet. Man muss halt ranzoomen. Also ich sehe das Blinken so. Von hier aus, also ich muss... Ja, ebenso. Können Sie sogar von hier aus abschießen. Ich muss da erst rechtsklick drauf machen, bevor ich sie sehe. Und die steht da, die guckt schafft nicht aus, garantiert. Habt ihr eigentlich die... Ja, ich bin mehr oder weniger wieder da, aber die mussten jetzt schnell weg. Habt ihr den Verletzten schon mal gecheckt, wie schwer der verletzt ist? Ja, aber du reckst nicht. Der Polizist, das sah ziemlich übel aus, ja. Dann hinten. Ja. Jetzt checken wir ganz kurz mit Alpha. Schau mal, das Fahrzeug mal in die Schleuse rein. Alpha, ihr Eule, komm. Punktcheck. Die Eule braucht am nördlichen Tor irgendwie eine Möglichkeit, um das Wrack wegzuschaffen. Kommen. Die beiden IODs können dann gleich das Ding übernehmen mit dem Fahrzeug. Das ist die Ambulanz ist schon gecheckt. Ja, aber ihr könnt die gleich betreuen. Ne? Ah. Die in richtigen Ort hinkommen, etc. Ja, genau. So dann legen Sie sich mal wieder hin. Dass Sie am Beinschlüssel. Kann der mal sein Licht ausmachen da? Wenn Sie ihn nicht wieder ins Medic-Fahrzeug laden, ist es nicht besser für ihn, wenn er im Medic-Fahrzeug bleibt. Handel. Ja, schauen wir mal, wie viel. Weil die haben sich schlechte Deckung, weil hier in der Fahrzeuggegangen. Ich erneuere mal ihr kurz ihren Verband. Brauchst du noch Blut? Ich hab noch. Ah, jetzt kannst du mal Blut reinsetzen. Oh, ja. Ja. Decke mal Blut. Achtung. Ja. Das wird schon. Er hat starker Puls. Ich glaube, ich gehe. Könnten Sie mal bitte aufhören, mit Ihrer Waffe auf den Patienten zu ziehen? Dankeschön. Ich lichte nur mit dem Licht. Ich leuchte nur mit dem Licht. Ups. Oh mein Gott. Die Waffe ist gesichert. Jetzt.
Wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, wer das ist. Also, er hat mir halt nicht gesagt, wie er heißt. Ist er bewaffnet? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe das alles nicht kontrolliert. Also, ich habe ihn einfach nur aufgefunden. Wie ist Ihr Name? Thomas? Thomas? Was? Was? Thomas. Wie ist Ihr Name? Thomas, das ist. Haben Sie Papiere dabei? Aha. Ja, der hat doch sicher irgendwo eine Polizeimarke. Herzlich, wenn es gut. Ja. Weil es Blutung sinkt. Ich hol mal die MP. Dringend. Haben Sie hier einen Sanitäter, der uns... wisst ihr, wo die MP ist? Leider nicht, aber nee, gar nicht. Gute Ausbildung ist irgendwo in die Richtung. Seid ihr bist nicht MP, ne? Ne. Alpha 1 derzeit immer noch MP, Checkpoint. Alpha 2 MP immer noch im ostwärtigen Bereich. Wir haben da vorne einen, den Alpha 3 im südwestiger Bereich. Wir hatten gerade eine Autobombe. Da ist ein Typ, der ist verwundet. Ich habe deswegen den Polizist, ganzen Checkpoint, aber nicht unsere Sprache. Und, okay, einen kleinen Moment. Wir haben gerade noch zwei Leute, die mit dem Bombenfahrzeug waren. Gleich wieder den Checkpoint. Bin sofort da. Zu betreiben. Er ist vorne am Nordtor. Nordtor. Dazu. Ja, bin gleich da. Jetzt Alpha 1. Du jetzt ausweichen. Meld dich bei Alpha 3. Ja. So, die MP kommt gleich, die checkt das. Vorher bewegen wir den Typen nicht, der bleibt hier liegen. Richtig schön auf dem Asphalt. Das ist mir völlig egal. Haben Sie noch Schmerzen, Kritik, Herr Polizist? Ja. Kann ich einen der Strahler in den Checkpoint die Schleuse haben? Dass wir den ausleuchten können? Und Herr Sanitäterfahrer? Ja. Machen Sie mal Ihre blöden Blaulichter aus, wir sind hier ein übles Ziel. Danke! Herr Polizist, hören Sie mich noch? Hallo? Oder? Ist das so eine schlaue Idee? Ah, der ist schon weg, der ist schon im Koma. Nachher schießen die noch rein. Weißt du, Chris? Danke! Bitte! Ja, der ist schon im Koma, Kollege. Ja, der ist schon bewusstlos. Redet der ist uns gleich weg. Hat echt Schmerzen. Der Blutdruck ist extrem niedrig. Wir müssen hier sofort weg. Können Sie geben oder sowas? Ich habe schon die ganzen Blutkonserven habe ich schon aufgebraucht, die wir im Auto haben. Weil eigentlich ist das nur ein Transport zum Eisenlager gewesen. Weil dort ist auch eine Sanitätsstelle dort. Dort würde ja jetzt. Bis zum Intubieren können wir mithelfen. Ja? Also das wird halt dann nicht mehr so schön für Sie, Herr Polizist. Ja, stimmt. Also wenn ich hier meine Stange in den Hals schiebe, dann ist vorbei. Krieg runter durch. MP? So. Nee. Jawohl. Ah, hier MP, der Typ. Der ist ein bisschen suspekt. Der ist zwar ziemlich verwundet, aber wir wissen wirklich nicht, ob der. Hunde ist offen. Helf mal schnell. Ob der nicht vielleicht doch zur anderen Partei irgendwie gehört. Folgender Hintergrund: Die Sanitäter haben den irgendwo 500 Meter von hier gefunden. Der lag einfach auf der Straße. Lag verwundet auf der Straße. Ja, hat uns gesagt, dass er angeschossen worden ist von Rebellen. Komischerweise hat er vorhin unsere Sprache nicht mehr gesprochen. Okay. Jetzt gehen wir mal kurz von der Straße runter, gehen wir zum Sunny-Fahrzeug rüber. Da der SPZ mal das Truck wegschaffen muss. Okay, mal kurz auf die Seite kommen. Oh, SPZ ist da. Ich kann ihn nicht bewegen. Ja. Ja, normalerweise würde man ihn ja tragen können, ne? Aber das geht ja so leider nicht. Weil er wach ist. Ja, er wird wach, aber er stürzt anscheinend schlafen, das kann er mich leider nicht tragen. Vorsicht! Vorsicht! Tja, stirbt er halt. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das ist keine gute Idee. Oh. Naja, wir sind 10 Zentimeter vorangekommen, also. Na, jetzt haben wir bestimmt Platz für ein zweites Auto. Hey! Oh ja! Es ist weg, es hat super funktioniert! Alter, hey! Frühschlucker, boah, geil! Oh! Was ist passiert? Ist wieder da! Was ist passiert? Hallo, wir sind aus dem Schirm, wo haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen am linken Bein? Ja, ich hab immer Schmerzen. Okay, gut, ach, jetzt spricht er wieder unsere Sprache. Gebe ihm nochmal ein bisschen Schmerzen. Wo bin ich? Ja, gut, wo haben Sie den denn hingesteckt, ey? Tasche. Alles gut. Wo bin ich denn? Was mache ich hier? Sanitäter schon zurück. Wir haben sie auf der Straße gefunden und haben sie gleich hinten reingeladen in unseren Notarztwagen. Und jetzt waren sie wieder bewusstlos zwischendrin. Okay. Aber was ist passiert? Das weiß ich ja nicht. Wir haben sie ja nur auf der Straße liegend gefunden. Baldi?
Ja, okay. Ich geh jetzt mal zum Südtor. Ja, mach das. Haben Sie noch irgendwie eine Erinnerung oder wissen Sie, wie der heißt? Wie der heißt? Würde gerne passieren. Kleine Stück zurück und dann rein. Das ist das Fahrschiff. Ja. Würde gerne passieren. Ich bin hier gerade direkt. Schau mal, mal den Scheiß Jackpot. Die geht's auf. Kannst du nicht selbst die Barriere aufmachen? Ich mach's dir. Nein, kann ich nicht. Ich hab keinen Öffnen-Modus hier. Danke. Gruppenführer, ja, wir haben zwei kommen. Hallo Südtor. Danke. Sollen wir uns wieder hier sammeln? Ja. Okay, Trupp 1. Trupp 1, 2 bei mir sammeln. Trupp 1, 1. Hey Jungs, ihr vom Südtor, ich bin euch zugewiesener IOD. Hier sammeln. Ja, dann so, wir haben musst du dich jetzt bei Alpha 1 melden, wir sind dort vorne. Alpha 3. Wo ist da vorne? Da in dieser Einbuchtung. Der Coole. Der Coole. Alpha 1 war das? Alpha 1. Alpha 1 steht hier drüben. Alpha 1, ich bin euch zugewiesener IOD. Du bist verwundet, ne? Das ist ja nett. Ja, ich hab ein bisschen was am Helm. Wenn du mir noch kurz sagst, wo die 3 war die hier vorne oder war die hier hinten? Hier, hallo. Ja, hi. Ja, verwundet. Wir stehen hier. Gehen wir irgendwo hin, wo nicht so viele reden. Ich folge dir irgendwie einfach vor. Ja. Der Rest erstmal hier bleiben von 1. Oh, ups. Nein, das wollte ich nicht. Meint er ernst? Oh mein Gott! Boah, ich geh in Deckung, Alter! Führerschein gleich 0 oder was? Ist bestimmt wieder ein Schweizer gefahren. Hey, Schnauze! Also, Lichtensteiner war es nicht. Ab und zu Patrouille links, rechts, in Gewaltrichtung mehr, was hier so abgeht. Hauptführer 1-1. Der Rest hier in die zwei Punkte. Ja? Wo? Da? Hier ist 1-1. Positiv. Hattet ihr viel feinen Kontakt? Negativ, wir hatten einmal zivilen Kontakt, der denn winkend auf uns zugegangen ist und nachdem ich ihn mit einer Waffe auf ihn gezeigt habe und gesagt habe, dass er sofort in sein Auto einsteigen soll und losfahren soll, hat er das dann auch ganz schnell gemacht. Und unser Panzerfaustschütze stand da auch schon bereit. Ich habe nur meine Befehle ausgeführt. Habe ich eigentlich einen Patch auf der rechten Hand? Aber ein Soldat kam. Moni, du kannst wieder zu einer Notrufschranke gehen. Alpha 1. Euer IOD rückt wieder ab. Ich gehe zur nördlichen Schranke. Ihr kriegt gleich einen anderen IOD. Jo, so verstanden. Was ist ein IOD? Entschärfungs. Ist hier oben. Ja. Da war unser Overwatch. Ja. Wir haben ein Ziel. Der war ein bisschen zwar weit hoch verlagert, aber wir hatten hier oben aufgrund der offenen Fläche sehr viel Übersicht von allen kommenden Fahrzeugen. Mhm. Und konnten auch viele Infanteristen drin sehen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten in dem Bereich gesehen? Ihr seid doch die Medics, oder? Ja. Jawohl. Ich brauch Blut, mir ist ein bisschen schwarz-weiß vor den Augen. Was hast du gemacht? Ich hab vor 2 Stunden einen Kopfschuss gekriegt und durch die ganzen Geschehnisse hatte ich keine Möglichkeit hier irgendwie geheilt zu werden. Ah, unser Kopf. Ja, genau, wir hatten schon mal das Vergnügen. Ja, wir können leider nicht nähen vor, das ist ein bisschen blöd. Hat das auch nicht funktioniert im Nein, nicht im Feld, nicht im Fahrzeug. Kurioserweise konnte ich nachher. Ist das nicht noch hier vorne? Alpha 1, Alpha 3. Ich habe gerade mal über einen heißen Draht. Alpha 1, Alpha 3, Frage, habt ihr euch jetzt hier gegenseitig bleib abgelöst? Mal bitte bei uns. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Sir. Passt schon. Ich bin Private, also von daher. Sir sagt man auch zu Weibern. Medic, euer LKW versperrt hier, das rausgehen. Das war's? Das rausgehen. Dann kommt hier nicht mehr raus. Stell dich nicht so an. Ich bin jetzt noch mal kurz bei den Medics, weil ich medizinisch nicht mehr so ganz auf der Höhe bin. Wir sind ja noch richtig. Das ist noch voll okay. Ja, ich weiß. ich zitiere Laumi, ich hasse Arme. Das ist meine Standardaussage. Dann soll er mir noch mehr Kisten mit Erste-Hilfe-Pakete hier hinstellen, dann muss ich die Leute halt direkt einteilen. Aber
Bitte, so nett. Ich kann den jungen Mann jetzt nicht loslaufen lassen. Der fällt mir ja direkt wieder um. Ja, es ist alles sehr schwarz-weiß. Gut, das ist, weil dein Blutdruck im Moment unterirdisch ist. Das ist natürlich nicht so gut jetzt. Ja, die Autos stellen wir nach Aber es bringt es was, wenn ich mal Husten oder mal A sage oder sowas. Nein, ich könnte einen Lolli geben, aber das hilft dir auch nicht. Lolli wäre cool, aber ja. Na gut. Dann melde ich meinem Vorgesetzten kurz, dass ich ein paar Minuten anfalle. Ja, ja. Du bleibst jetzt mal ein paar Minuten bei uns. Alles klar. Baldi, die Medics sagen, ich bin momentan ein leicht hoffnungsloser Fall und muss hier ein bisschen länger bleiben. Hoffnungsloser Fall bist, das wusste ich schon. Ja, vielen Dank, das habe ich auch verstanden. Also, ich melde mich, wenn ich wieder da bin. Gut, wieder vorne. Okay, der hat gesagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Oh. Ich krieg eine Depression. Stell dich bitte aber da rein, ja? Ja, ich stell mich da rein. Ja, jetzt du auch. Gut. Wir stehen jetzt nicht mehr hier auf offener Straße, das ist blöd. Darf ich wir mal kurz pinkeln gehen, Sir? Jawohl. Okay, gleich wieder da. Und Overwatch. Da werden wir die ganze Zeit hin und her patrouillieren. Mal länger, mal kürzer. Verstanden. Okay. Hey, wo? Ja. Für ja. Euch, die Funkgeräte kann man heller stellen, wenn man alt und wild. Bist denn Laumi? Ich hab ihn gehört. Der geht da rein gerade. Der ist gerade reingegangen. Ja. Okay, danke. Dann ah, noch kurz perfekt. Hier, geht das jetzt? Oder nee? Nee, das ist Zaubermittel. Und so. Das ist Zaubermittel. Achso. Ja. Ich pack jetzt auch noch mal ein bisschen. Er spricht jetzt die Druidenformel. Bei mir ist ja. Der Kontrast. Na gut, zumindest braucht man davon nur eine. Bei mir passiert auch gar nichts. Ach, ja, nee. So, dann kann Monty gleich mit mir mal eben ins Auto steigen, wenn er da ist. Also, es macht den Sound und alles, aber es wird einfach nicht heller. Dann machen wir den auch wieder fit. Finde ich ein bisschen blöd, weil das nimmt immer so ein bisschen die Herausforderung. Du, nee. Wir machen das zum Abschluss. Ich benutze das erst, wenn der Patient wieder normal ist. Stabil. Mach das jetzt nicht bei jedem. Verstehst du? Ja. Das ist dann im Endeffekt, das Nähen ist das dann. Weißt du? Das ist ja schön, wenn das so wird. Das Problem ist ja, dass das Nähen, dass das ja mehr als Nähen ist. Ja, ich weiß. Und das Nähen ist, ja, das ist das Problem. Monty ist hier! Wie viel sind wir denn jetzt eigentlich nur noch? Bei den Sunnies! Wir sind 4 und wir sind zu drin. Was ist Pussy? Was ist Pussy? Sagt er hallo? Der hat einen Kopfschuss erlitten, Mann! Einer ist ausgefallen. Geht's besser, können wir wieder arbeiten, weil wir hätten Arbeit für ihn. Ja, ich nehme dir jetzt ganz kurz mit ins Auto, da kriegt er noch ein Pflaster an den Kopf und dann kann er weiter. Oh! Der Pflaster an den Kopf und noch Pussy, dann ist er jetzt recht fit. Auf K gerade. Ja, der hat jetzt gerade mal kurz Ausdrehzeit. Und der wollte mehr gucken. Alpha 1. Was guckst du? Ja, wir laufen jetzt mal vor, raus und warten an der Stahlstraße. Die MC guckt dann. Ja, das ist manchmal blöd. Aber ich krieg nicht genäht. Einfach mal eine Kolonne aufbauen. Nett. Ich kann gerade auch nicht. Also den Zivilisten eben, den konnte ich nähen, kurioserweise. Konntest du? Das ist so komisch. Hab ich ja im Fahrzeug wieder zusammengenäht. Okay, interessant. Aber unsere Leute kriege ich nicht zusammengenäht. Seitdem. Was? Das ist wahrscheinlich irgendein Ace-Modul falsch gesetzt. Ja, aber das dürfte normalerweise auch nicht sein. Entweder ganz oder gar nicht. Also, entweder müssten wir nähen können, unsere eigenen Leute. Falls sich noch jemand über fehlende Nachtkampffähigkeit beschweren sollte, dort drüben ist eine Kiste mit Nachtsichtvisieren. Hier, da, hier, LKW. Meins? Ach, okay, da haben wir doch. So verstanden. Okay. Was ist mit den Nachtsichtgeräten passiert, die in der Ausrüstung dabei sind? Haben diese verloren? Es geht ja um die Nachtsichtvisiere fürs Gewehr, weil die Jungs nichts treffen ohne. Oh. Danke! Was denn? Das fand ich jetzt unfair.
Ich würde auch nichts treffen ohne Hallo. Guck mal da raus, das ist stockfinster. Hier stockfinster, das Ding hier ist ja besser beleuchtet als im Stadion. Gut, dann komm mal bitte mit, wir gehen mal kurz ins Fahrzeug. Im Fahrzeug? Ja. Wo ist denn hier die Kiste mit den Nachtsicht? Hinter dem LKW da bei den Heskos. Irgendwas kam. Alles klar. Komm mal, die. Ja, bitte? Mal ganz kurz hier rein und dann. Ja, warte, soll ich schon vorfahren? Ja, es geht. Ja. Das ist ja riesig. Ist das richtig? Ich hab neue Nachbarn. Hier, Alpha 1.1 und Alpha 1.2, achtet darauf, dass der Checkpoint noch gesetzt ist. Ne? Das ist ein bisschen gleich, weil ich meine aus. Wie ist das Leben so im Punkt? Monty? Genau, gut. Beobachten die Drohne. Leon, du bist erfahren. Monty? Ja, wieder da. Einmal zu dem schönen Fahrzeug mit dem roten Kreuz und dort einsteigen, bitte. Jawohl! Warum? Jetzt teste ich das gerade noch bei dir. Monty sitzt. Ja, wunderbar. Ich dachte schon, du willst nicht geheilt werden. Doch. Ich dachte, du willst das Loch im Kopf behalten. Ja, ich fand das Loch im Kopf ganz gut, weil hat ein bisschen mein Hirn gelüftet, aber Ja, warum wollen wir denn nicht abmelden? Gedanken sind frei, ja? Genau, Gedanken sind frei, richtig. Okay, prima, du darfst wieder in Einsatz. Raus mit dir. Vielen Dank. Bitte. Hat das funktioniert bei dir? Nee. Sicher schwindelig, oder? Nö, ein bisschen verschwommen alles, aber nee, alles gut. Mundi meldet sich zurück. Dann komm mal mit, setz schon mal deinen Helm ab am besten. Jo, übernimm du wieder Norden. Gut, ich geh wieder nach Nord. Monty, das Fahrzeug hier ist sicher, nö, also kein Passwort, ist rein. Du meinst der Tanklaster, der schon das dritte Mal jetzt hier reinkommt? Ja, genau. Ach so, du bist hier, ja, okay. Genau, ja, den hab ich schon, also mit, das war der Tanklaster, wo ich vorhin so viel diskutiert habe mit einem Typen. Ja, genau, mit dem haben wir auch nochmal diskutieren müssen, ja, wo er wieder zurückgefahren ist. Ach Gott. Ich kann auch das da machen. Und der ist übrigens von meinem Laden. Ja, das erklärt alles. Ja. Kein Problem, kann ich hier neben der Runde gehen? Jop, passt. Vielen Dank. Dann kriegen wir was beim Wasserfahren. Darf ich also wieder einsteigen, oder? Ja. Okay. Schönen Tag noch. Tschüss. Also ich war's diesmal nicht. Ah, steigen Sie ein. Okay. Die versuchen die Mine... Beschuss ging auf eine Drohne, okay, die gerade von unserer Seite bekämpft wurde. Sir, steigen Sie bitte aus dem Auto aus, machen Sie den Motor aus. Dankeschön. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wir haben nur für Ihre Sicherheit gesorgt. Ich übernehme John. Ah, okay, kannst du kein Handy oder so nehmen? Ist hier wieder frei, ja, wa? Ja, ich bin IOD. Dann steigen Sie bitte in Ihr Fahrzeug ein und fahren Sie langsam in den Checkpoint ein, damit wir Ihr Auto kontrollieren können. Okay, alles klar. Gehört? Achtung, Fahrzeug! Gut. Kann er, glaubst du, du kannst nochmal John holen gehen? Alpha für Alpha 2, komm. Du fährst John mit? Meinte, John? Bitte aussteigen. Und da vorne hinstellen. Punkt, dass er zu Fuß herkommt. Moment, da. Ich hab eine Signalpistole im Auto, weil morgen in Dudesdale startet ein Rennen. Da bin ich die Presse vor Ort. Also nicht, dass sie wundern. Okay.
Haben Sie dafür einen Beleg? Beleg muss ich hier in der Tasche haben, Moment. Ja, hier ist er, bitteschön. Jawohl. Okay. Und Sie sind von der Presse, sehe ich gerade. Ja, Tanoa Times, ne? Hast du recht. Ah, das wichtigste Magazin hier auf Tanoa. Naja. Gut, ich check einmal ganz kurz Ihr Auto durch, bleiben Sie kurz hier stehen und dann komme ich gleich wieder zu Ihnen. Kein Problem. Großen Last. Ja. Petrolski? Ja. Der Herr hier hat eine Leuchtpistole im Fahrzeug, hat aber Unterlagen dafür, dass es okay ist, weil er morgen bei einem Rennen den Starter macht. Aber er ist Presse, dachte ich. Ja. Was ist er denn nun? Ja, das müsst ihr hinterfragen. Ich, So, jetzt kommen Sie einmal hier. Also mit Leuchtpistolen kann man Sachen entzünden, so wie Benzin oder Autotanks oder so. Bisschen schneller, wenn Da sind auf jeden Fall Signalkugeln drin. Was machen Sie denn jetzt vom Beruf? Presse oder Leuchtspur? Nee, ich bin Presse und wurde eingeladen, dass ich da nicht starte. Ich habe auch eine Drohne im Auto für Videoaufnahmen und so weiter. Für was schreiben Sie denn? Tanoa Times. Ran an die Wand, habe ich gesagt. Ja, genau. Für Tanoa Times, die sind ganz schön unfreundlich übrigens. Petrolski? Tanoa Times. Eine Drohne habe ich nicht. Den Namen haben Sie nicht gehört. Petrolski? Ja. Den Namen haben Sie nicht gehört. Eine Drohne habe ich nicht im Auto gefunden, laut seiner Aussage. Nee, da ist keine Drohne drin. Sie bleiben schön hier. Das ist ja nicht wahr, die Drohne. Monty, du guckst nochmal. Ja, okay, ich check das nochmal durch. Also ja, für... Was war das? Wie bitte, was? Nein. Für welchen Verlag schreiben Sie? Tanoa Times. Tanoa Times. Die gehört. Die größte Zeitung hier auf Tanoa, kennen Sie den? Nein, er hat definitiv keine Drohne am Start. Gut. Also die Aussage stimmt nicht. Ja, dann... Bomben hat er auch nicht am Start. Nein, also das Fahrzeug ist sauber. Bis auf die Pistole halt, ne? Ja, dann wenn Sie einmal kurz die Hände bitte hochnehmen. Wie viel Munition hat er denn für die Pistole? Sekunde. Ja. Ja. Kann ich nicht sagen. Doch, ein Schuss. Monty, wenn du eingeladen wirst, einen Startschuss zu geben, bringst du den Revolver selber mit? Eigentlich nicht. Ich auch nicht. Und er hat 4 Medic-Kisten. Wofür brauchen Sie denn das Telefon? Telefonieren? Ja. Heutzutage und ja, Chris ist im Moment mein Stellvertreter, du gehst. Chris? Hört? Nein, Glorious. Oh. Ja, okay. Du gehst. Jetzt kurz eingeladen, warte kurz. Was ich jetzt noch machen wollte, ist. Mach es anders. Schau mal, wo Chris steht. Ich habe ihm empfohlen, nicht so zu stehen, wie Chris da vorne steht an der Junke. Ach, von vorne, oder wie? Ja, das ist Nick. Ja, der zweite. Also, es gab zwar kein Vorhin, aber. Ja, wunderbar. Kana, du gehst nach hinten. Also betreust die erste Schranke. Fällt ich mal auch in Deckung, ne? Sonst fährt also keine steht mehr da vorne rechts irgendwie offen an der Schranke oder so. Ja, sinnig. Brauchen wir, wofür? Wenn ein Fahrzeug reinkommt, stehen alle hinter die Escobar, die anderen. Das sind Luftgegner, dass wir gedeckt sind. Alle? Ja, der UD geht hin, aber die anderen warten. Okay, bis es klar ist, oder? Also ja, genau. Das Fahrzeug kommt rein, dann nimmt der UD die Person raus und führt sie dahinter und prüft das Fahrzeug. Jo. Oder du. So verstanden. Die MP bleibt da hinten, die Schrankentypen gehen Deckung, alle bleiben in Deckung. Okay. Die Schrankentypen. Gut, Hände runternehmen. Wunderbar. Steigen, weiterfahren. Spaß beim Berichten. Also das Fahrzeug ist sauber. Also es hat einen Rahmen. Ich hab mal geguckt, ob sich hinter der Verkleidung was versteckt. Sind Sie sicher, dass hier keine Drohne drin ist? Ja, hundertprozentig. Ist sie doch. Ist legitim. Da ist eine Taurus Judge drin und ein erster. Ja, ich hab sie auf den Rücken gepackt gerade. Hier liegt sie. Ich sehe keine. Was haben sie denn heute alles konsumiert? Warte, mich voll. Hier ist doch. Hier ist sie doch. Der Junkie. Ich weiß ja jetzt nicht, was sie mir hier erzählen wollen. Gibt einige Gründe, die Presse nicht zu mögen, ne? Es gibt so Kollegen, die sind einfach Arschlöcher, ja? Die rufen bei jeder Kleinigkeit direkt den Chef an und dann. Genau, vielleicht sollten wir auch mit ihrem Chef mal telefonieren. Was ist denn mein Chef? Ich bin noch nett zu euch. Das ist das Problem. Wir sind auch nett zu Ihnen. Ist das okay, wenn ich ein Foto mache nochmal? Nein. Nee, eigentlich nicht. Schade. Ja. So, jetzt kommen wir nochmal zu dieser Drohnen-Thematik zurück. Also ich leg dir kurz wieder rein. Ich leg dir kurz wieder rein, ja. Soll ich sie mal aufbauen und fliegen lassen, oder wie? Ja, machen wir. Okay, Jungs, vorwärts machen hier. Der Typ aus der Schranke raus, los geht's. Da ist sie. Ein neues Fahrzeug. Gut, ich sehe hier keine Drohne. Monty, jetzt schick den weg. Okay. Ich sehe die Drohne. Ja, ihr seid ja alle. Ja, gut, steigen Sie ein, Sie können durchfahren. Alles gut. Pressemenschen sind die schlimmsten, ne?
So, wer braucht einen Chef? Wir haben ein neues Fahrzeug und es kommt in Deckung und es sieht gleich wieder um die Ohren fliegt uns. Rob? Ich meine. Was? Sie bitte aus dem wo ist Klaus? Hier, Klaus ist. Da ist Klaus. Hör doch mal bitte hier die Waffen, die wir die weggetragen haben, das dauert ja, Ewigkeit. Ach, die, ja, die Kiste, hab ich voll. Einen Moment bitte, Sie müssen ach, auch warten, bis wir den Kiste. Ja, wir haben einen Kollegen von euch hier. Ja, wenn Sie mit dem Fahrzeug einsteigen, fahren Sie bitte langsam und vorsichtig in den Checkpoint ein und fahren Sie nicht weiter durch die Schranken. Jungs, zur Eigensicherung, lasst erstmal die EOD da durchgucken. Ja, aber dann es wurde schon drin. Gesagt, dass gut. Wir hier drin sind. Nee, doch. Ja, erst das so Fahrzeug auch, okay. Auf ihn draußen untersuchen so, und erst dann das Fahrzeug reinlassen. Wollen wir davon zugeführt? Ja, wollen wir davon zugeführt? Ich bin, dein, ich bin zwar nicht also dein direkter Vorgesetzter, aber ich bin dann der Vorgesetzte deines Vorgesetzten. Dann entsprechend jetzt so durchführen. Perfekt, danke dir. Bitte entscheiden Sie sich schneller, weil wir haben nämlich einen Auftrag. Aussteigen. Du musst ein bisschen lauter werden. Bitte aussteigen. Jo, kein Problem, wir gehören zur Gendarmerie. Wir tragen Dienstwaffen. Nein. Ja, gut, Sie gehen jetzt bitte darüber. Hier drin überprüfen wir das Auto. Was ist mit den zwei Kollegen, die da hinten drin sitzen? Ah, sollen wir auch aussteigen? Ja, Moment. Sollen wir auch aussteigen? Ja, aussteigen. Achso, ja, wir haben bloß unsere Dienstwaffen, ne? Ja, Sie stellen sich bitte da vorne hin. Okay. Ja, es ist so oder so scheiße, aber ihr müsst halt möglichst das Auto vor der Schranke überprüfen kurz. Und dann hier rein. Holstern Sie bitte Ihre Waffen. Jo, kein Problem. Dankeschön. Synchron, Mensch, das hat auch so gut. Ausgegeben zu Christen, sondern nicht allein mit Fieberwaffen typisch stehen eigentlich. Wieso haben Sie kein Nachtsichtgerät, Sir? Ich habe meinen Rucksack, weil ich es momentan beim Autofahren nicht brauche, da es mich nur stört. Sehr merkwürdig, Ihre anderen drei Kollegen stört es nicht. Ja, mich stört es beim Autofahren tatsächlich. Was sagen Sie denn zu Ihrem Wageninhalt? Soweit ich weiß, ist da glaube ich ein Visier drin und noch. Eine Knicklichtabschirmung. Keine Ahnung, was das da drin macht. Mhm. Ist das auf der Ladefläche gefunden oder so? Also, ich weiß davon jetzt nicht. Ist im Kofferraum, genau, richtig. Auch nicht. Na, also, sogar unterschiedliche. Sogar unterschiedliche Versionen des Nachtsichts. Sie sehen ein bisschen aus wie... ist da ein CESAT-Visier drin. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Das ist von der Beschlagnahme von meinem letzten Einsatz, wo wir eine Hausdurchsuchung machen mussten. Okay, also wir haben ein CESAT-Visier im Fahrzeug und wir haben einen Typen ohne Nachtsicht. So, ich rechne eins und eins zusammen. Was kriegt er hier eigentlich? Dabei. Er kriegt nochmal eine komplett andere. Ja, Sache er darf unter... seine Identität nicht dann deswegen hat er eine andere Nachtsicht dran, oder ja, was? Ja, das ist unser Spezialist für explosive Körper, falls wir damit zu tun haben oder unter... Explosive Körper, hast du mich gerade heiß genannt? So, wir holen die Militärpolizei. Ja, kein Problem, machen Sie das. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal mit Ihren Kollegen reden. Mit nicht aufgeregt sein. Genau, alles gut. Packen Sie bitte aus den Waffen, die Sie geschultert haben, die Magazine raus und legen Sie die in den Rucksack. Jo. Ich höre dich nicht, wenn Sie es laut sind. Wiederhol nochmal. Jo, ist im Rucksack drin. Jawohl, okay. Hab's gesehen, jawohl. So. Ah, die Pistole weg! Na, was soll das denn jetzt? Mensch, das ist automatisch. Automatisch. Ja, okay. So, alles gut. Hier, Kamerad mit dem grünen Nachtsichtgerät, du gehst jetzt da in die Stellung rein und lässt dich überprüfen. Und ich hätte mal ganz kurz eine Frage an die Herren vom Bund. Können Sie vielleicht mal Ihren Kollegen sagen, dass Bund? Die da hinten. Also, erstens sind wir nicht vom Bund. Was für ein wir Bund sind von denn? Der US Army. Sorry, aber können die vielleicht Ihren Kollegen da hinten sagen, dass sie ein kleines bisschen leiser reden, denn das Durcheinanderreden, das ist gerade ein bisschen irritierend. Nee, das heißt Priorität. Ja, okay. Na denn. Warum Sie hier sind? Na denn. Wir müssen zu dem Hauptquartier da. Wir von denen nämlich einen Auftrag bekommen haben. Jetzt aus dem Fahrzeug. Wir haben ja vier verdächtige Gendarmerie-Leute, die mit CESAT-Ausrüstung rumrennen. Wir haben jetzt gerade den ersten, den Redelsführer haben wir jetzt gerade. Ja, aber das habe ich hier organisiert. Woher haben die Ausrüstung her? Angeblich beschlagnahmt. Er wurde von uns entführt. Nur ein Visier oder ein Nachtsichtgerät, Monty? Ein Visier war das. Eine ARCO. Achtung, da kommt ein Fahrzeug durch. Deswegen werde ich werden. Aber die Jungs dabei, sind hier sehr kooperativ, also. Ja. Natürlich werden wir nichts mehr, gell? Ja, denke ich mir, also es tut mir auch leid, dass wir jetzt hier so ein bisschen. Natürlich, es geht ja nur um die Sicherheit.
Wenn ich nichts zu verbergen habe, fange ich richtig an zu kühlen. Mein... Was? Wie bitte? Also das Fahrzeug ist... Okay, ihr könnt nur... Morgen, ja, können nur okay, ihr könnt aufsitzen, ihr könnt weiterfahren. Jo, vielen Dank. Klar. Vielen Dank. So, schönen Abend noch. Jo, Ruhegeschicht. Jo, danke, gleichfalls. Mit Ruhegeschicht ist wohl gemeint, dass nicht noch mehr recken. So, ich geh auch wieder rein. Wieder sehen wir uns. Vorsichtig. Ja, ja. Jo. Danke. Einschlingen gibt viele Bandagen. Kommst du rein, Chris? Hübscher, ne? Draußen ist kalt. Ich hab das kaputt, oder? Portalfahrzeug. Ja. Monty, aber überleg mal, Chris hat vorhin gemeint. Ja. Okay, Chris. Ja, Chris hat vorhin vorgeschlagen, dass wir mit einem der Leuchter hier nach innen einfach ausleuchten. Ja, würde ich vielleicht auch machen, dass wir hier den Bereich, wo. Ja, eben. Also, hat Loris, hast du gesagt? Alles. Aber viel, Leute, wir haben zwei Strahler hier draußen, ne? Ja, dann stellen wir den Strahler ja, so auf, dass er halt den vorderen Bereich, da wo ich dann halt sondiere, und ja, also den Strahler nehmen wir rein. Also der linke, den können wir stehen lassen. Den rechten nehmen wir rein. Ja, ja. So ja. Ausführen. Sie haben mir nichts zu sagen, Sir. Hä? Klar, er ist mir unterstellt. Ich bin nein, Sie haben mir nichts zu sagen, Sir. Achso, nein, er soll ausführen. Und der führt hier auch aus, Monty, oder? Ja, er führt... Du führst ja gar nicht aus. Ich führe gar nichts. Warum ist die Schranke offen? Chris? Kann sich auf niemanden verlassen. Verlass dich auf andere und du bist verlassen. Monty, wir sollten sowas öfter machen. Ah, Checkpoints haben wir früher aufgespielt. Das ist witzig. Ja, da ist nur Crank, genug Leute. Crank unser Vorreiter, was Checkpoints angeht. Ja, na, wir hatten nur nicht immer so viele Leute dafür. Ja, da gut, dass da jetzt 45 so Leute dabei sind, das kann ja keiner an. Ich werde auf jeden Fall den Draht zu den Jungs behalten. Ich finde es gut, dass wir RHS benutzen. Und nur RHS. Ich werde mir die Mission nachher erstmal definitiv angucken. Ja, was liegt denn da auf der Straße? Ach, Magazin. Da, wo wir die ganze Zeit sind, bei den Schranken. Ah, die sollten vorhin die Magazine in den Rucksack packen. Wahrscheinlich haben sie... Du stellst dich zu Kana an die eher südliche Schranke. Ja. Von unserem Einsatzbereich. So, ich bin auch wieder weg. Ich gehe nach hinten. Ja, tschüss. Ich bin wieder komplett soweit. Moin, hier bin ich wieder. Ich bin hier dabei. Ja, gut. Keiner, du kommst mit nach vorn. Oh, meine Fresse. Was macht der Telefonmast hier? Ich glaube, Monty, Status? Nordseite, na, sauber. Gut. Keiner, du bleibst doch hier. Ein Fahrzeug kontrolliert, alles gut. Keine. Kannst du mal fragen, wo du das Dorf hier hast? Jetzt Seite im Gebemont. Ja, schlaf halt rein, Taube, ne? Ne, ne. Also wenn es nach mir geht, könnten wir noch stundenlang weitermachen. Okay. Aber ich habe jetzt, was sehr ernüchternd ist, ich habe noch nichts Sprengbares gefunden. Ja, aber auf deinem Checkpoint ist schon mal was auf die, hochgegangen und so weiter. Ja, weil die keinen EOD geholt haben. Alle Posten wechseln mal. Oh. Aber denkt immer an den Schaum. Hanna? Ich habe um dich getrauert. Nur so als Info. Und du schlagst ja wirklich direkt daneben. Ja, danke. Also ich hab's knapp überlebt. Gut, aufgrund der Geschichte werden die Fahrzeuge auch wieder außerhalb der Basis. Aufgrund der Geschichte werden die Fahrzeuge außerhalb der Basis kontrolliert.
man mal irgendwie ein bisschen mehr reingelassen. Ja, natürlich da war es auch, weil ich jetzt schon gesagt habe. Vorsichtig, komm mal hoch. Also, ihr beiden müsst es nicht, weil ihr beide so gut seid. Warte bitte, Wir haben noch keine Sachen. Wie immer auch hier, ich möchte sie so offen stehen, eigentlich muss ich mehr in die linke Wand ran. Sollten die alle so offen stehen. Warum musst du die selbst schauen? Ja, irgendwie, ich hab manchmal das Problem, dass mein Charakter einfach weiterläuft in der Richtung. Das ist keine die Waffe. Ja, ich melde mich mal kurz austretend. Ob die Taste hängt, aber die hängt. Ja. Ah, jetzt bin ich verletzt. Okay. Kann er dir helfen? Umgefahren oder was? Hab ich mir den linken Arm kaputt gemacht, ne? Klasse, ey. Das ist nicht Kana, ja, eben. Nee, das ist da noch keiner. Ja, das soll ich ihn ja, dann noch einmal auf die Auto. Ja, und jetzt. Ich vorhin schon auf alle Kräfte von ohne zu bergen. Ja, stimmt. Ich meine, klar, das ist nicht möglich, aber man kann... Kosten, bitte. Besser stehst du nicht, John, nicht so stehen, dass da keiner mit hoch kann, wenn er möchte. Ah ja, klar, sorry. Du kannst irgendwo hier, müssen hier an die Wand stellen. Ja, ja, klar, kein Problem, helft gerade nicht. Danke. Monty? Monty? Ich glaube, ich lasse das mal nähen. Lass das mal noch mal runter. Ich beinahe aus, klar. Entschuldigung, sind Sie betrunken? Ja, okay, das ist jetzt sowieso dann. Nicht. Was machst du in meinem Auto? Wieso bist du eingestiegen? Geh bitte wieder raus, das ist mein Auto. Und was ist mein Auto? Condor für Alpha 2, komm. Solange die Hintertür auf ist, ist alles gut. Ja, und so. Bestes eh, wenn du dein Schreibtisch an deinem Bett hast. Du kannst quasi einfach im Liegen schämen, wenn du darauf wartest, abgeknallt zu werden oder dass ein Fahrzeug kommt. Wie? Du sitzt auf deinem Bett gerade? Nee, ich liege gerade auf meinem Bett. Aber wenn ich an die Tastatur will, sitze ich hier. Was ist eine Tastatur? Oh. Das ist echt so, Monty. Wie, Monty, du hast keine Tastatur noch nicht? Nee, Monty spielt mit Controller. Kenn ich nicht. Ja. Ich höre Schüsse. Ja. Ich nicht. Hier sind Schüsse zu hören aus Richtung Nord. Echt? Das Norden? Ja, das ist aus Süden, Monty. Tatsache. Korrigiere, die kommen aus Süd, die Schüsse. Jo, richtig Süden. Komplette Küste anscheinend. Süd! danke, Monty. Kacke, jetzt müssen wir den Feuerkampf führen, so, voran. Gut, dass du mir nichts zu sagen hast. Wir haben beschossen. Oh, jetzt komm weg. Haben wir Norden. Jetzt haben wir Norden beschossen. Okay, in Nord werden wir jetzt gerade beschossen. Ja, Monty hat erst aus Versehen Norden also gesagt, Monty. Und dann haben wir von Norden Salben reinbekommen. Wenn jetzt ein Zivilist hier ist, ist ein ganz schlechter Zivilist. Ja. Ich hab alle Nachtsichtvisiere, kann das sein? Ja. Solche Zeigen, was die gibt? Gerade ist eh ungünstig hier. Brauche ich nicht. Hinter dem Einzug da und dann links. Naja, alles gut, ich komm so klar. War ja nur ein Tipp, oder? Ich bin ja nicht für den Feuerkampf da.
Ja, auch nicht. Befrag Leute. Die hatten doch Schalldämpfer, oder? Also ich habe keine Schüsse gehört. Ich habe nur die Kugeln einschlagen sehen. Ja. Ich bin nicht der dritte, sondern eine Reihe hier. Ich verstecke mich unter Monty. Ich gehe nach hinten. Ich bin kein Kämpfer. Nur noch kein Kämpfer. Wir fahren, wir haben hier auch zum Schuss reingenommen. Ich glaube, wir wurden nicht getroffen. Ich bin jetzt raus. Genau. Aber wir haben einen Feind von Verkannt, glaube ich, oder? Er hat doch Crank hat. Muss unbedingt an den Punkt kommen, ein bisschen zuhören. Gute Idee. Aber du hast auch selbst gerade macht es genug langsam. Aber er wird schneller. Ja. Fahren Sie bitte ganz langsam. Haben wir jetzt noch mal von was rein? Ja, was denn? Du entweder rein oder? Nee. Draußen! Draußen, Sir, steigen Sie bitte aus dem Auto aus. Monty? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Bitte, Monty. Den. Kommen Sie bitte hier direkt vor die Lampe. Klaus, geht die Frage, was der vom Beschuss weiß vorher. Ha? Der hat ein Funkgerät dabei. Beschuss weiß. Ja, kommen Sie mal jetzt rein hier. Ich soll vor die Schranke gehen. Du kommst jetzt her. Warum sind Sie denn so unfreundlich? So, haben Sie den Beschuss gerade mitbekommen? Ich hab nichts. Kommen Sie mal jetzt mit. Ich krieg hier Beschuss rein. Monty kriegt Beschuss rein. Monty, zieh dich zurück. Jawohl. Ich hab dich. Wir sind auch vermutlich. Monty, bei dir ist okay da vorne? Ja, ich hab hier gerade Beschuss reingekriegt. Wir wissen gerade nicht von wo. Die sind ziemlich nah, ich glaube da hinten bei den Büschen. Ich hab das, ich hab den... Bleib in Deckung, lass es mal das Flashschild erledigen. Ja, alles klar. Knallt gut. Ich hab den Schalldämpfer gehört. So. Ja, sag ich ja, die sind nah. Wohin des Weges? Die hocken hier im Busch drin, soll ich da mal eine Granate? Ja, mach. Gibt's nicht ein Team, was dafür verantwortlich ist, das zu machen? Schießstand. Ich hau jetzt da nachher ihren... Was? Oh, ich? Cool. Was verlangt er denn für die Stelle? Ich hab hier nichts zu sagen. Ich also, Klauski? Ja. Ich schieß dir gleich. Schab dir gleich Fahner noch. Oder so, 20 Euro. Zu dritt dann Sprung nach vorne, prüfen, wo der Feind ist. Inklusive? Wir wissen ungefähr, wo der Feind ist. Ja, aber. Prüfen, direkt. Genau. Okay. Die sind da hinten im Gebüsch und hatten mit Schalldämpfer auf Monty geschossen. Monty hat sogar den Schalldämpfer gehört. Gruppe 2, rückwärts. Du bist jetzt nicht nur meine Befehle, dass du da hinten bekämpfen sollst. Wunderbar, ja, wir nehmen dich wir nehmen keiner mit. Aber ich glaube, kannst du keiner mitnehmen, sonst ja. Achso, gut. Am nördlichen Posten. Keiner, komm mal zuvor, lass uns schon. Ja, sonst weiß ich nicht. Los für Bekämpfung vom Feind. Hier los? Schade. Können wir los? Oh. Trotzki? Lutze, weiter Deckung ja, geben, wir haben jetzt drei Mann von uns, die vorspringen. Nein, wir gehen nicht los, wir warten noch auf Kanner. Ich bin da. Der Typ hat ein Funkgerät, das habt ihr gesehen, ne? Wir sind gerade kurz beschäftigt mit Verletzungen. Okay, dann. Das ist kein Funkgerät. Hey! Schön liegen bleiben! Ja, kein Stress. Ja! Ich wollte nur sagen, das ist kein Funkgerät, das sieht nur so aus. Ach so, okay. Ja. Das ist wieder vergessen mit rauszunehmen. Nee, das ist das Outfit. Gibt's noch mit? Gut, dann habe ich das nicht gesehen. Danke, das ist sehr nett. Aber ihre Mütze sieht verdächtig aus. Eine Mütze? Der Bart. Der Bart? So, wo waren wir?
Hier der Waffenschein. Waffenschein für die eine und die andere Waffe. Wer tapst mich hier an? Ja, das war ich. Ich habe Ihnen den Waffenschein gegeben. Also, nein. Mach mich nicht lustig. Sie können auch gerne durchsuchen und so. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen erstmal an eine sichere Stelle. Ist das hier Chris? Nö. Ich hätte doch was, ne? Wer ist denn das Single? Ich bin's, Chloris. Du bist gar keine... Achtung, wir haben ein ungewöhnliches Verhalten. Ja, macht jemand. Ich bleib erstmal weg. Jungs, pass auf, das Fahrzeug hat sich komisch verhalten. Pass auf, das Fahrzeug, was gerade kommt, hat sich komisch verhalten. Auf die drei, die da vorne sind. Okay, ich bin rechts neben dir und decke. Achtung, Rufgang. Hallo? Hände hoch! Sir! Bleiben Sie da stehen. Stehen bleiben. Ah, sehr gut. Soll ich mal die Fahrzeuge jetzt mal abchecken, oder? Warte mal kurz, bitte. Wann fährst du den Blick? Rum? Bin im Auftrag von IDEP hier. Und die geht jetzt hin und prüft die Fahrzeuge, du deckst ihn. Ja, machst du kurz. Wenn er was komisch macht, dann kannst du nach. Machst du kurz die Schranke hoch? Die anderen zwei prüfen jetzt die Fahrzeuge. Okay, gehen Sie vor zur Schranke. Ja, zurückfallen, dann zurück zum Checkpoint. Stehen bleiben Sie, genau da stehen, machen wir einen Schritt weiter. Ah, ich hatte ihm gesagt, er soll zur Schranke gehen. Was soll ich denn jetzt, stehen bleiben oder weitergehen? Bleiben da stehen. Okay. Ich bin im Auftrag von IDEP unterwegs. Glorious? Circa 400 Meter. Glorious? Ja. Das erste Fahrzeug ist voll mit Waffengurten und Munition für Schrotflinten. Weiter? Bin ich noch bei. Chris, was machst du? Ja. Guten Abend. Guten Tag. Machen wir das jetzt gerade. Und ich deck dich. Danke. Dann brauche ich mich nicht um meinen Rücken zu kümmern. Okay, zweite Fahrzeug ist sauber. Okay, gerne, ja. Erste Fahrzeug. Ich bin von IDEP. Also komm jetzt, habe ich gesagt, Moritz. Hier, Kanada, du übernimmst die Fahrzeug. Sieht das nicht aus wie einer von IDEP? Gucken Sie mal meine Tasche an. Nee, mach ich nicht. Okay, das zweite Fahrzeug ist sauber. Okay. Also der Kollege da, der scheint sauber zu sein. Das erste Fahrzeug ist mit Waffen und Munition, ist mit Munition und Waffen. Okay, warte. Ich finde Ihre Art sehr unfreundlich. Ich möchte gerne mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Er kann weiterfahren. Da sind Waffen und Munition an Bord. Nicht Waffen, aber Munition. Ja. Ja, so verstanden. 12er, oder? Backshot, genau. Ja, passt. Ah, okay. Das zur Aussage. Warte, halt, stopp. Pöbelig? Sie haben mir angerufen, dass ich nicht von ihm gemacht wird. Halt, das lasse ich mir nicht gefallen. Nein, er darf hier nicht durch. Du hast gesagt, das Fahrzeug ist beschlagnahmt. Ich bin ein normaler Bürger, der normal behandelt werden kann, wird von der US-Armee. Mein Fahrzeug wird jetzt beschlagnahmt, oder was? Wenn Sie jetzt direkt jetzt umdrehen, dann nicht. Ja, da, wohin soll ich denn noch? Danke, aber ich drehe zu spät. Einmal umdrehen. Okay. Ja, alles klar. Übernimmt jetzt MP, oder? Okay, wohin wollte der? Er wollte zum Schießstand und Skate schießen gehen. Es hat sich auch alles gedeckt. Ich habe konfisziert ein Spotting Scope, das brauchst du nicht zum Skate schießen, nachts. Aber ansonsten hat alles gepasst, Papiere waren okay, Scheine waren okay. Okay. Also von Seiten MP weiterfahren. Ja, wir haben da noch eine Person. Ein Mobiltelefon okay. Hab ich noch dabei. Aber das ist schon an deinem Kollegen dran. Da war das Fahrzeug sauber. Sehr schön, ich muss kurz zum Medic. Das Fahrzeug war sauber. Ein Funkgerät noch. Ein Funkgerät? Was Alpha 4, Alpha 2 kommt. Klaus, macht Stress ich jetzt. Bin kurz bei den Medics. Ich hab Autos. Zum bleibst Fahrzeug im Auto mit der Munition. So sieht es aus, wie das in den Schwindel. Negativ, das war der Schießstand wollte. Und tut mir irgendwie leid, hätte ich das nicht. Komm. Okay. Ich müsste dann noch bitten, dass ich einmal in ihre Taschen gucken dürfte. Ich hab Aua. Was macht die Schranke? Kein Problem. Schranke? Die ist noch Schranke. Finde ich gut. Weitermachen, John. Ist leicht beschränkt. Wir beschlagen das Fahrzeug vorne. Wir brauchen Verstärkung von einem noch.
Ja, ich mach das. Welchen kommt der nicht richtig vom Fleck, oder? Hey, ich wollte gerade sagen, der Leute macht ein bisschen Moonwalk. Nee, dann hat er einen Satz nach vorne gemacht, so à la Roadrunner. Ah, schön. Nee, nee. Ich bin mal gespannt, ob ich heute meine Waffe nochmal benutzen muss oder ob ich die irgendwie zur Show trage. Ich habe vorhin drei Schüsse in die Botanik gegeben. Einfach mitkommen oder hier ja, warten? Achso, hat er gar nicht mit mir gesprochen. Ja, okay. Ich war gerade verwirrt. Ach, Monty ist auch hier. Monty ist schon die ganze Zeit hier. Ja, habe ich gar nicht mitzukommen. Krass. Ich bin euer euch zugewiesener IOD. Die MP noch hier irgendwo? MP ist gerade derzeit beim... Ja. Also, was rede ich hier überhaupt noch? Hat sich eigentlich bei der Explosion vorhin auch zerlegt? Nö. Es waren ja keine IODs vor Ort, als die Explosion kam. Was ja. Ist ja logisch, ne, dass wenn Sprengmittel da sind, dass man keine IODs antwortet. Naja gut, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es ja gar nicht großartig Reaktionszeiten. Nein, die sind ausgestiegen und um die Ecke gegangen und haben direkt gezündet, also da konntest du nichts mehr machen. Ja. Aber ich glaube, wir hatten auch jetzt keine großen Verluste dadurch, ne? Doch, Kana ist verreckt. Also sag ich ja, keine großen Verluste. Okay, das war ein Scherz. Ich hab's schwer getroffen da. Ich glaube, wir hatten vier Verletzte und davon ist Kana halt als einziger nicht durchgekommen. Okay, wir sind dann als IODs vorgerückt und ja, wie man sich vorstellen kann, haben wir halt nichts Verwertbares mehr gefunden. Wie ist das, wenn du den Sensor anhast, ja, diesen ID-Detektor und das Fahrzeug an dir vorbeifährt, kriegst du dann entsprechende das Meldung? Das wissen wir nicht so ganz genau. Also ich kann, also ich habe jetzt meinen Minendetektor an. Der geht auf 15 Meter und wir haben aber auch noch einen Minendetektor, so einen richtigen, so einen großen. Der sieht ein bisschen mehr. Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also mir hat man gesagt, ich müsste unter die Fahrzeuge kriechen, um dann wirklich genau irgendwas zu finden. Hm. Bis jetzt habe ich nichts gefunden. Ja, normalerweise hast du dafür ja so Winkelspiegel. Genau, wir haben so ein Gerät haben wir, wo du halt unter das Fahrzeug und so, gut, das ist jetzt natürlich hier ein bisschen rudimentärer dargestellt. Haben wir, das hat der andere IOD und ich habe einfach nur so ein kleines Gerät, was so ein bisschen Funksignaturen scannt. Ja, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Vielen Dank. Ist immer gesichert. Wir sind einfach zu Paramilch geworden. Die Lage. Der ist noch bei der MP-Moment. Ihr könnt sofort mal so die Scheiße reinfahren. Was zur Hölle? Die Russen fangen den Krieg an. Die Russen kommen. Immer noch könnte alles, wir haben es noch scharf. Was sind denn diese drei Streifen da oben im Himmel? Das sind die Reste von dem Masten hier. Ach. Von dem Strommast. Ach so. Ah, okay. Sind die in die Luft geflogen, oder? Ja, der Mast liegt doch hier am Boden, der ist so. Den hat's so umgehauen. Ach, hab ich den mitgekriegt. Ich hatte so viele Aufgaben zwischendurch. Ja, das war, als hier der ganze Checkpoint in die Luft geflogen ist. Das konnte man schon überhören. Ah, okay. Alpha 2 bestanden. Alle Fahrzeuge, wo ihr habt, Lichter aus, alle Fahrzeuge, wo ihr Lichter habt, Lichter aus. Haben wir doch sowieso. Ja. Alle Fahrzeuge, Lichter aus. Okay, dann muss ich wahrscheinlich meinen Taschen am Boden stellen. Machst du das, Frank? Das ist relativ hell. Ich weiß jetzt nicht, wo der Mond ist und uns Licht gibt. Alpha, hier Alpha, wir haben Raketen. Die vorhin war der in Richtung Osten. Ja, ich hab den aber vorhin gesehen, aber der ist weg. Da sind jetzt Wolken davor. Ja. Alpha, mir wurde gerade gemeldet, wir sind irgendwelche eingesetzt wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass die dann entsprechend... Da ist mir doch gestern tatsächlich ein Fauxpas unterlaufen oder vergessen, als du dich angemeldet hast, habe ich dich als Gearfield eingetragen. Ich hab's gesehen. Weiß ich nicht, was ich da gemacht habe.
Schäfen sein, ich glaube einfach drei hat sich gerade gemeldet. Ja, ja, aber also die Richtung. Nächste Woche sind wir wahrscheinlich bei SOB. Ja. Ist das die Big TVT oder was? Ja, genau. Ja, nächstes Wochenende bin ich eh nicht da. Da bin ich in Braunschweig. Oh. Freizeit unterwegs oder? Ja, ja, ein Kumpel von mir feiert seinen 30. da. Oh, schön. Wo kommst du, wenn ich fragen darf, sonst hier? Also, Abstammung eher so aus Richtung Stade, also Elbküste. Ja. Aber ich lebe und bin auch geboren in Heidelberg, beziehungsweise Umgebung. Ah, okay. Ja, ich bin Osnabrücker, der in Münster gelebt hat und jetzt in Gütersloh lebt, also von daher. Und dann so da sitzen. Ey, lass mich durch, ey, ey, ja, ich geh ja schon weg hier. Lass mich durch, ey. Achso, eigentlich muss es hier vorbeikommen. Ich bin hier. Jetzt bin ich da. Kontakt Richtung 6-0. Bewaffnet? Bewaffnet? Kann ich nicht genau sehen. Bewaffnet ist nicht bewaffnet, weiß ich nicht, ob Feind oder Freund. Müsste ziemlich weit weg sein. Fängt man hier irgendwo. Was ist das Feuer? Nochmal Richtung. Was siehst du? Wildbäume, kann ich das sagen? 5-4. Ah, laut. Ist jetzt im Wald verschwunden. Aber mit kaltem Wasser geht das nicht. Ah, nee. Also guck nochmal die Richtung, dort war er, vor dem Wald. Entfernung? Wald verschwunden. Entfernung? Ein Feind bewaffnet mit Langwaffe. Genau, ein Feind mit Langwaffe und jetzt im Wald verschwunden. Läuft jetzt. Zwei verstanden. Jo, wer hockt denn da vor der Schranke? Keine Sichtkontakt mehr. Frank, kannst du den sehen? Nee. Ich kann nicht sehen, weil das Zeug Bäume. Okay, Jungs, Stellung halt, wir werden bald von Alpha 2 abgelöst, Kampiere von Alpha 3 abgelöst und gehen wir auf Patrouille. Ich bin froh, dass ich hier an Ort und Stelle bleibe, also dass ich nicht patrouillieren muss. Du bist ein Weicher. Nee, ich bin IOD, ich bin qualifizierter als du. Fahne? Qualifizierter als ein Weicher. Ja, Sir. Kurz zur MP prüfen, was mit dem Typen hier und Fahrzeug ist, weil das steht schon ziemlich lange hier. Ich weiß nicht, wo die MP ist. Meter rechts hinter dir. Rechts hinter. Mach mal die Netze. Hey, Helikopter-Sniper, mach mal die Netze auf. Ich vermute, wenn du es erkennst, hier in dem Bereich. Genau, ja, wie bei den Medic-Material, was du schon hast. Da sind Langer. Ja, auf zwei haben Autokontakt. Ja, kommt da, Westen. Hier ist ein Kitback oder so, hier ist irgendwo Medic-Material. Ja, das ist ja eine Hütte, ne? Das war jetzt. Warte. Fahrzeug ist sauber hier, oder? Ja, positiv ist sauber. Ich hab schon mehrfach geprüft, ja. Das war ja der eine. Wie lange kommt er jetzt? Position einnehmen. Taube! Verletzt! Hau raus, was du hast!
Monty, alles gut? Monty ist grün und ja, Monty ist grün. Sorry, Monty. Alles gut. Lass die Fahrer hier raus. Ja. Ja, nee, ich mach die erst nach dem. Ja, der Fahrer ist unter dem Fahrzeug. Ja, er ist unter dem Fahrzeug. Heiliges Schwein! schießt ihr denn auf irgendwas gezielt, was ihr seht, oder schießt ihr einfach nur in die Bäume? Ich schieße nur in die Bäume. Okay. Der Infanterie schießt hier gerade wild und ungezielt in die Bäume und sieht überhaupt nicht auf den Feind. Nein, ich lass sie raus. Hau über dir, okay? Was ist hier sicher? Steigen Sie ein! Hau über, alles gut bei dir? In Mainz? Bei mir geht's alles super. Du, das meinte, passt. Viel Glück! Hier Alma 2 haben selbst 2 Verwundete plus die MP aus dem Druck. Das ist auch nicht. Das kam unerwartet. Taube, konzentriert das Feuer mal auf Süden, wir haben da auch Kontakte. Wo genau? Keine Ahnung, nur nach Süden. Chris meldet sich zurück. Hab glaube ich irgendwas getötet. Toll, ich glaube, ich habe irgendwas getötet. Kontakte weiter außerhalb. Wir kriegen das schon wieder hin. Medic! Medic! Der Blut läuft. Chiron, ich muss dir die leider hier lassen. Ich muss nach vorne an die Schranke, die brauchen hingehen. Medic! Wir bräuchten eine Verbesserung. Sammelt die Verletzten am Sani-Fahrzeug. Gut so. Magic! Ich muss die euch da lassen. Okay, Rob. Vorsicht! Immer weiter drin, immer weiter drin. Monty ist bei den Sanis, ich bin schwer verwundet. Ja, falsch. Hat mich jetzt getroffen. Da sind mehrere Leute reingekommen, ja. Okay. Verletzten hier. Hier. Soll ich irgendwen einladen? Ja, Rob, ladet die ein. Ein Platz muss frei bleiben für den Mann. Boah, nimm die Nerven runter. Einer ist drin, auf jeden Fall. Zurück. Okay. UC 113061 für 50. Sankron da, gut. Goldsoldat. Primär. Sag mir Monty. Hallo. Okay, Monty, du hast ja nicht so schlimm. Ich fall immer wieder zwischendurch um und werd ohnmächtig. Alles gut. Deine Kit anlegen. Sankron, kannst du die Nano-Kits verwenden? Guck ich gleich. Ja,
Okay, Monty, du bist gleich wieder fit. Dann mit Nase nach unten in den Dreck raus und wieder zurück. Aber pass auf, der Beschuss kommt immer noch hinter uns, hinter unserem Fahrzeug her. Jawohl, Sir. Okay, fertig. Okay, bin raus, vielen Dank. Ja, der Blutdruck. Alpha 2, Achtung, schnelles Fahrzeug auf Nord. Ja, sag dir das um den Feld. Nochmal Frage an Monty und Taube, wie geht's euch? Nehmen Sie die Waffe runter. Up to date. Oh, schon hat er sich eine gefangen. Taube Grün, haben wir unversehrt. Jo, perfekt. Seien Sie wieder verlost. Soll ich mal hingehen? Ja, komm Monty, wir gehen mal dahin. Mach mal die Schranke auf. Schranke auf. Ich hab die beiden. Ich knall die direkt weg. Warum schießen Sie unseren Kollegen ab? Jetzt halt dein Maul. Aussteigen! 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 Raus! Hinlegen auf den Boden! Wir brauchen mal einen Medic hier vorne, wenn es irgendwie geht. So, was haben Sie wenn nicht, ist auch nicht schade drum. Wir wollen hier nur weg. Ja, warum seid ihr hergekommen? Hier waren Feuergefechte, ihr Äppel. Ja, das haben wir doch nicht mitbekommen. Hä? Wir haben in eure Richtung geschossen. Ja, keine Ahnung, auf uns wurde einmal geschossen von hinten, also sind wir schnell weggefahren. Komm. Ja, die Jungs können durch, alles gut. Einsteigen, hast du auch deinen scheiß Rucksack durchsucht? Ja, habe ich, alles gut. Ja, ich könnte dann wenigstens auf meinen Kollegen warten. Einsteigen, ja, warten nicht, der blutet geradeaus. Wir brauchen hier einen Medic. Ja. Ich fahre rein und die Leute fahren okay, rein. Okay, fahrt rein bis zur nächsten Schranke und wartet. Ja. Medics können nach vorne kommen, ich trage ihn zum ersten Checkpoint. Monty, ich decke. Ja, ich geh wieder rein. Ich geh mit Chris mit. Verstanden. So, Monty ist drin. Ich mach die Schranke zu. Petrolski, hinten ist noch die Schranke offen. Ja. Wo ist die Schranke offen? Eine Schranke ist zu. Achso, okay, die Wagen ist gerade noch offen. Sag mal jemand dem Wagen, dass er das gleich mal ausmachen soll. Bitte. Muss Korrektur vornehmen, Engine rot. Macht das Licht aus. Ja, hat schon funktioniert. Monty, könntest du doch mal ums Fahrzeug kümmern? Oh. Ja, ich komme schon. Niemand will zu schreit. Wohin? Unser Fahrzeug. Ja, komme. Wenn sie uns unsere Kollegen nicht angeschossen hätten. Ich muss hier mal durch. Monty, hast du das Fahrzeug gecheckt? Das ist sauber, ja. Alles gut. Hat nur einen Schuss im Torso abbekommen. Ist jedenfalls gestoppt, hat auch viel Blut verloren. Also bewusstlos. Ja. Okay, unser Fahrzeug hat ganz schön viel abgekriegt. Du bist doch am falschen. Gut, aber das hier ist auch kaputt. Warte, ich mach mal kurz hier auf Dings rein. Falsche Tonne. Ich hab ja keinen Werkzeugkasten, sonst würde ich dir helfen. Einmal rankommen, drücken. Taube, bist du Villa? Ja. Ah, alles klar. Ach, ihr seid umgeparkt. Ja, mussten umstellen, um das Süden abzudecken. Villa? Okay, Motor ist gleich repariert. Muss gleich mal kurz den Rest noch checken. Der Rest ist eigentlich gelb, aber muss mal gucken. Oh, nee, Fahrgestell. Oh, okay. Bei dir alles gut? Ja, bei mir ist alles gut. Jetzt ist alles außer Engine weiß. Jetzt sind wir dabei, ja, das weiß. Ja, Engine habe ich gerade repariert. Ich habe einer von den BATs hier. Komisch, die Engine ist bei mir noch als orange markiert. Ja, die ist noch nicht ganz fertig. Also ich glaube, ich kann auch keine End... Ach doch, kann ich. Ah, doch. Ah, ich muss mehrfach die Teile reparieren. Ja, da sind zwei RPGs neben uns eingeschlagen. Ja, der Hammer sieht auch nicht wirklich gut aus. Ja, der andere ist noch schlimmer, der war näher an der Explosion. Ja, den check ich gleich auch noch. Oder? Sag mir mal kurz die Farbe vom Motor. Orange. Immer noch orange. Okay, wahrscheinlich kann ich nicht weiter als orange machen, aber ich probier's nochmal. Der Rest ist weiß. Shuttle ist weiß. Fahrgestell ist auch noch defekt. Truppführer Alpha 1-2 an. Fahrgestell? Ja, steht hier zumindest, dass ich das reparieren kann. Hier ist Alpha weiß angezeigt. Okay, ja, ich repariere's trotzdem. Ja, mach ja nichts. Alles klar. Ja? Ja, der wenn du dich duckst, sehe ich dich nicht, ne? Was? Hat schon der Wald wird bei dir erleuchtet, ne? Wieso?
Alpha 121, hier Truppführer Alpha 121. Die kommen, ey, die Scheiben sind kaputt. Was ist denn das? Das sah erst ganz aus, vorher war es dann rot und orange. Alpha 121, Sie haben die Führung während meiner Abwesenheit. Ich befinde mich beim BAT, kommen. Chris? Ja? Wie lange noch? Deck du mich mal kurz, ich bin mal kurz an der Rauch, ne? Ich leg mich hin so lange. Alpha 1-1 ist Truppführer gar nicht anwesend. Ich glaube mehr als orange kann ich nicht machen. Leute? Ja, muss so gehen. Ich glaube, er fährt immer noch. Versorgung. Ja, orange fährt er noch, ja. Ja, dann können wir dann gleich den anderen haben, wie vor uns nochmal kurz. Ja. Gut, dann bin ich jetzt bei dem anderen Humvee. Ich deck dich weiterhin. Alter, der Tank. Mhm. Hier ist ja sogar der Tank. Ja, wir können gerade nicht viel machen. Der Tank war bei uns auch im Arsch. Aber warte, dann guck ich gleich mal kurz ins Heck. Ja, Leute, könnt ihr mir helfen? Ja, das ist also, hier die Person ist aufgegeben. Da hau ich jetzt einen Dogtag und dann. Okay, irgendein Windschild ist hier kaputt. Oh, ist aber alles soweit schon gewonnen, das ist schön. Ich werde hier die Seiten aus dem Wald angeleuchtet. Weiß hier nicht, ich kann keine Glückkonserven oder sowas anlegen. Richtung kommen. Talion, Mitteilung, haben wir wieder weitestgehend weiß, nur Engine geht nur auf orange. Also kann ich im Grunde eigentlich gar nicht machen. Verstanden, alle Alpha-Teile. Jo, verstanden, passt gut. Zumindest Trupp Alpha 1, 2, ich hab grad schon wieder im Auge behalten, die eben durch die Blickrichtung. Achso, ich repariert gerade noch einen zweiten Humvee, also nicht wundern. Alpha, PC, komm. Gefecht fällt dafür abgeschossen. Komm. Mit meinem Arm stechen. Alles gut, ey. Ohne Scheiß, ich hab mich gerade so erschrocken. Ich stand genau neben der Explosion, dass ich das überlebt habe. Das war so krass, Alter. Auf einmal BAM! Alles blutet. Wenn man davon redet. Und dann. Ja. Neben mir fällt einfach einer um. Den habe ich da erstmal rausgezogen. Ich war die ganze Zeit mit Verbinden beschäftigt. Ich konnte nicht mal kämpfen, ey. Behindert, ey. Aber. Leben noch, also. Wir kriegen jetzt noch Flüssigkeit. Also, ich bin mir ganz gut drunter, wenn sie soweit schon wieder sind, dann ist sie auch die. Positiv unsere. Rechten Straßenseite, das sind unsere. Geht schon wieder los. Wo geht's wieder los? Ach, die kurze ist schon wieder hellwach. Und sie bringt gerade die kurze mit runter. Oha. Und gut, dass wir eine lange Nacht. Hallo, was ist mit dir? Ich bin's wieder. Ab ins Fahrzeug! Weißt du, was ich zu tun habe? Lass ihn erstmal stabil werden. Scheiße, ich hab die Explosion überlebt, die war genau neben mir. Was? Ich dir gleich eine Kochsalzlösung. Okay. Der hat schon 1000 Milliliter noch am Laufen. Ja, Alpha 1-1 an Alpha 1-2. Verwundetenzahl ja, durchgeben, ein bitte. Boot zu melden, John. Was? Sowie ein ziviles Opfer, der ganz plötzlich von einem Puls von 68 auf 0 gewandert ist. Ja, der hat auch gerade zweimal zu kämpfen. Ich weiß, das war nicht das. Positiv. Jo, dies! Jo, dies! Ja, ja. Tut dir wieder? Ja, ganz ruhig. An dem BAC! Drüben in Richtung Nordost, 40 Grad, ist einer gerade umgekippt. Der ist gerade unter Beschuss genommen worden. Ja,
Kannst du einloggen? Nee, gell? Wo einloggen? Kreuze! Kreuze! IOD ist da! Ja, da bin ich auch da. Nur nicht schießen, solange die bewaffnet sind. Hier Alpha 2, Frage, Checkpoint komplett, bitte schließen. Alpha 2 kann es nicht mehr alleine hier halten. Au! Ja, Pussy, das ist der eine, der bisher angeschossen wurde. Das ist in die Bearbeitung. Dort haben wir jetzt alles abgesperrt. Ich kann mir nicht vorstellen, sowas jetzt wirklich nicht aufzunehmen. Hier in dem Wagen sind Waffen drin. Weil ich fang gleich an zu holen. Ja, ne? Das steht mir hier gut eigentlich. Halt im Auge. Ja, guck dir das an, Alter. Reifenschrott, die Engine ist Schrott. Kann nicht reparieren, alles gut. Okay, Kollegen, ich helfe euch. Was ist alles kaputt? Sagt mir, was kaputt ist. Engine und Reifen. Ja gut, habt ihr den Ersatzreifen dabei? Müsste, ich weiß es nicht. Was seid ihr denn für Autofahrer? Müsste ein Fahrzeug sein, ist mein Fahrzeug. Es müsste eigentlich ein Reifen sein. Ah, ist nicht ihr Auto, okay. Ja, das ist mein Auto, von dem Beifahrer. Okay. Warum fährt dann der andere? Weil er schon die ganze Zeit gefahren ist und müde geworden okay. ist. Okay, warum hat er einen Gesichtsschutz auf, eine Atemmaske? Weil der junge Mann krank ist. Scheiße ist, tut mir leid. Aber also warum fährt er dann? Wie? Darf ich nicht fahren, wenn ich eine Atemmaske habe? Mach die Schranke auf hier, verdammte das Scheiße. Das wurde mir beim Führerschein nicht gesagt. Warum ist hier jemand an der Kackschranke? Oh, ich bin mehr zu mir mit dem Verletzten. Aber ich bin ja auch nur die EOD. Also. Gut, ich lade jetzt den Reifen aus. Nicht dedikiert, gerade die Gegenstände im Norden platziert. Aufpassen auf die. Wie es mit unserem Kollegen aussieht. Was für ein Kollegen? Ja, unser Kollege, der von Ihnen angeschossen wurde. Sie haben keinen angeschossen. Doch, habt ihr. Besser gesagt, ein Kollege von Ihnen hat ihn angeschossen. Genau. Ja, also erstens sind es keine Kollegen, sondern Kameraden. Die kommen hier nicht rein. Nein, dann habt ihr es aber gerade gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ihr wollt jetzt frech werden hier oder was? Nein, dann haben sie es wirklich gemacht. Wenn sie die Wahrheit nicht abkönnen, dann sind sie beim Militär, glaube ich, auch falsch. Tut mir leid, wenn ich das so sage, ist aber so. So, jetzt sind sie mal schön ruhig, steigen aus, stellen sich da vorne hin. Ja. Ich baue mal hier MP. Ja, okay. Die Jungs sind ziemlich aufmüpfig. Aufmüpfig. Komischerweise hat der Fahrer hat eine Atemmaske auf. So, ihr beiden, einmal hier vorne an die Sandsäcke. Achso, ja. Tschüss! Ich wollte checken, hinschauen. Den bleiben wir. Sehr schön. Einmal die Hände über den Kopf. Okay, Das heißt, wir sollen jetzt durchgehen. Wenn ich auch hier vorne anschaue. Scheiße, ich hänge fest. Scheiße. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Gut. An alle Alpha 2, 50 Meter im Norden, eigene ausgefahren, Alpha 3 wahrscheinlich. Wie gesagt. Tach! Der mit der Waffe ich drauf? Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist betrogen. Warte kurz. Frag ihn mal, ob er will.
Ey, Kollege, wir haben gerade eigene. Jungs, wir haben da vorne einen Ausfall am Baum. Einer da vorne an der Straße, Walter. Ein anderer, kümmern. Hallo. Ey, mein Freund. Haben Sie Bier? Tapp mich nochmal an und ich lass dich weg. Oh, ich glaube, der mag kein Bier. Der mag nur Whisky. Ganz genau. So, einmal an die Wand. Hast du schon Ende Break, Alpha 3 für Alpha 2? Okay. Was? Warum das? Ja, ihr beiden. Ja, ich gehe davon aus, dass du Bier trinken. Ja, gut. So, einmal so stehen bleiben, danke. Ja, so die Kacke, ey. Jetzt sollen wir die Berge gehen. So, ihr beiden dürft weiterfahren. Kontakt. Weißt du, jetzt gibt es sogar noch das SM-Programm. Pass mal auf. Was gibt's? Das SM-Programm. Kannst du die Hände hochdrehen? Das SM-Programm? Hört das ja? Haben Sie jetzt den gerade erschossen? So, ey, umdrehen. Umdrehen, an die Wand, Hände hoch. Warum darf der denn gerade stehen? Weil er es noch kann. Dreh dich um. Jetzt muss ich wieder umdrehen. Hände hoch. Hände, komm, Hände komm, auch noch hoch. Oh Gott, ey. Schön, viel Spaß. Also mit dir gehe ich nicht mehr Bier trinken. Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Ist auch was, der ist heute Morgen schlecht gelaunt aufgestanden. Ich habe einen anderen Kollegen, weil der wird von ihm momentan angeschossen wurde. Ich hab mal Bier schon aufgestanden. Okay, bitte einmal ins Auto setzen. Ja, ich hab gehört, die haben ja schon 3 Zivilisten geschossen. Wenn gleich 5. 5? Wie bitte? Moment. So, und jetzt bitte langsam weiterfahren. Und mein Kollege. Ich schicke gerade zwei weg, gerade zwei Plätze gekriegt, aber ich brauche einen Sternenlauf, weil ich das irgendwann auf die Ausländer. Ich bin getroffen, ich brauche Deckung, ich bin am letzten Ende, das war ein Beschuss, ich bin getroffen. Feindlage wird gerade hier ein bisschen unübersichtlich, wir hatten es voraus Feind, haben aber noch derzeit einige eigene Verwundete. Der könnte uns Richtung Grob Nord Nord Ost überwachen. Ich glaube, der Kollege braucht Kabelbinder, der hat alle schon aufgebraucht. Sir? Ja, eigentlich Alpha 2, Alpha 3, hier Alpha, kommen. Oh, irgendwie kann ich den Kollegen hier nicht. Ah, da war... Das kann er so, nicht. Ich habe die Zivilisten Nordseite geräumt, alle Fahrzeuge rausgefahren, die nicht hingehören und Nordseite ist wieder einsatzbar. Also, sag mal so, wenn ich jetzt nicht gleich meine Kabelbinder finde, muss ich dich nachher schicken. Hallo? Haben Sie das gehört? Ja, sind schon mit zwei Geburtstagen. Wo sind die Verletzten? Bauern, Sanitäter, wurde gerade aus dem Weg geschossen. Aus! Wir müssen holen, wir sind noch der letzte. Panzerfahr aus! RPG! Schickt mir sofort ein Medic zum Nordtor! Hier sind 3 Verletzte! 5 Verletzte! Hier ist gerade eine Rakete eingeschlagen! Nordöstliches Tor! 5 Verletzte! Sogar die Zivilisten hat's erwischt. Medic! Medic! Ja! Wir bringen euch 5 Verletzte! Ja, sofort hier einladen, ins Fahrzeug! Da liegen noch 3, beweg dich! Scheiße, er ist zu nah weg, genau. Mach die alle heile, ansonsten werde ich sauer.
Chefin? Geh zu. Kann er zur Nordschranke und alle Verletzten nach hier holen. Wo sind hier unsere, wo sind unsere Chefin? Ja, im Auto. Ja. Scheiße! Warum kann ich dich nicht einladen? Warte ab. Was ist hier mit den Dudes? Kann ich irgendwie helfen? Könnt ihr das hier übernehmen? Ich muss noch ein paar Verwundete holen. Ja, Alpha 112, werde mich zurückverlegen auf den Turm. Komm. Kreuze! Nein, Kreuze nicht, komm nicht vorbei. Doch, jetzt. Haben wir Richtung Nord noch eigene irgendwo draußen? Ja, ich glaube, da waren noch Verwundete. Richtung Nord, außerhalb des Checkpoints? Meine Info ist ungefähr 5 Minuten alt. Also, die wollten irgendwen in Nord bergen und dann ist hier eine Rakete eingeschlagen. Ja, Richtung Nord haben die uns gerettet. Wir sollen aufpassen mit den Querschlägern, ey. Die Reifen und die Achse hat's erwischt. Die Achse, das ist scheiße. So, scheiße, jetzt bringen wir noch ein bisschen Kundschaft. Das ist ein Zivilist. Ja, Hinding, den Hinding, Hinding. Erwischt, den Zivilisten. Ab ins Fahrzeug. Hinding, Hinding, Hinding. Und einladen. So, viel Spaß damit. Ich hol noch ein paar Leute. Ja, was? Beeil dich. Wie viele sind denn noch? Ich muss mal kurz, ich weiß es nicht. Also, wir hatten vorhin 5 am Lauf Boden. Lauf vor, ich geh mit. Nee, hey, ist noch so weit in Ordnung. Liegen hier noch Verwundete? Haben wir passiert, hier noch Verletzte? Negativ. Nee, okay, dann sind alle 5 jetzt hinten. Okay, prima. Ich kümmere mich drum. Die Jungs sind mit voller Wucht dabei. Ja, hier ist eine Rakete eingeschlagen. Kümmere dich um die eigene, nicht um den besoffenen Idioten. Ja, keine Sorge. Lutze? Immer noch allein da oben? Ja. Alles klar. Dich hat die rechte Seite, ja? Ja, auch immer hier liegt. Hey Jungs, wie geht's euch? Mir geht's gut. Ah. Hey Monty. Hallo. Alles klar bei dir? Hier ist gerade eine APG reingegangen und hat 5 Leute umgehauen. Ja, ich habe einen bekommen. Ich habe einen Headshot von einem Scharfschützen kassiert. Ah, schön. Hatte ich heute auch schon. Ich bin erstmal vom Humvee runtergeklettert. Da bin ich ein zu gutes Ziel. Was mit Taube? Achso, du warst ja Taube, genau. Richtig. Was ist mit nee, Baldrich? Hast du von dem schon mal wieder was gehört? Der sitzt am Südtor noch fest. Sobald mein letzter Stand war, dass der noch am Leben ist. Ah, okay, gut. Dann. So, meine letzte Frage, bevor hier alles in Kacke aufgelöst wurde. Jawohl. Was ist denn das Funkzeichen vom IUD? Das sind wir. Ja, wir sind und Eule. Euer Funkzeichen war Eule. Eule, Dankeschön. Genau. Eule war Funkkanal 8. Genau, okay. Richtig. Sehr schön. Gut. MP ist etwas dezimiert. Ich bin alleine. Genau, also Alpha, nee, Quatsch. Gruppe 2, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Die sind jetzt ein bisschen dezimiert, da sind 3 oder 4 Mann jetzt gerade in der Versorgung. Okay. Panzerfilm? Muss man bei Gelegenheit zum Sanitäter, Alter. Dann geh hin, dann ich halte ja, jetzt mal. Ja, jetzt ist gerade. Wo sind die denn gerade? Du gehst 50 Meter in die Richtung, da steht irgendwo ein Sanitätsfahrzeug. Genau. Auf der rechten Seite. Groß, gepanzert, okay. Rotes Kreuz auf der Nase. Genau. Und wahrscheinlich haben wir gerade ziemlich viel zu tun. Oh ja. So, und der Beschuss der Rakete kam ungefähr von da. Das hat ja aber noch keine Aufmerksamkeit. Beziehungsweise 2-3 Grad weiter links. Ja, warte, das war jetzt ein bisschen schlecht. Genau, ungefähr ja. Da ungefähr. Ja, genau. Hat bis jetzt noch keiner aufgeklärt. Also, der ist definitiv nicht bekämpft worden. Oh, ja. Das ist ein eigener. Zumindest nicht effektiv bekämpft worden. Nee, ich hab zwar 2 Magazine reingefallen, direkt in die Richtung gewesen. Also, es gab kein Gegenfeuer. Der Einzige, der überlebt hatte, den Einschlag hier von den 6 Mann, war ich. Und euch. Okay, ich stand hier. Ja, du standst ja ein bisschen weiter weg, genau. Besoffenen sind zum Glück tot, die haben echt keine Ärzte. Und ich habe leider zum HQ keinerlei Funkkontakt. Zum TOC oder was? Genau, weil mein Obergeordneter ist ja hier mein Eule-Kommandant und der ist aber momentan irgendwie mit irgendwelchen Sprengmitteln beschäftigt. Okay, was hättest du denn gerne? Soll ich noch anfunken? Ja, vielleicht sollte man einen Trupp mal halt in die Richtung ungefähr schicken, damit man mal guckt nach dem Raketenschützen. Wer hat denn hier das Kommando? Glorious.
Aber ich weiß nicht, ob der gerade derzeit noch, ob der schon wieder da ist. Okay, hast du gerade die Koordinaten für mich? Oder soll der Trupp ganz einmal Plaststraße Nord-Rechts? Richtung 50 bis 60 Grad von hier aus, Entfernung 200 Meter. Okay. Kondor an Alpha. Was war jetzt? Kondor, Raketenschütze, circa 200 Meter nördlich vom Nordposten. Was war die Gradzahl? 50 bis 60. 50 bis 60 Grad. Und den hat definitiv keiner weggenommen. Alles okay bei euch? Ja, wer bist du? Okay, nee, okay, hier ist alles gut. Wir warten drauf, dass unser Trupp wiederkommt. Wo ist denn Arnold? Keine Ahnung. Die Info, die ich jetzt habe, die ist aber schon 10 Minuten alt, ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist. Es hieß, dass Richtung Nord auch noch Verwundete von uns liegen. Ich weiß nicht, ob das noch eine aktuelle Information ist. Nee, die wurden alle schon zurückgeschafft, es waren 5 Mann. Ah, okay. Inklusive mir. Wir wurden zurückgetragen. Ah. Kommt ein Fahrzeug? Oh, die. Monty, ja, ich bin schon da. Das war Alpha 2, die da vorne verletzt lagen. Aber die habt ihr geborgen, oder? Das bin ich. Ja, wir wurden geborgen. Ja, das weiß ich doch nicht, dass du das bist. Woher soll ich das wissen? Gut, ich gehe raus. Gib mir Deckung, Kanner. Wir lassen die erstmal nicht rein, Monty. Nein, ich lass die aussteigen. Nein. Okay. Haben wir hier derzeitig von Alpha 2 noch irgendwelche Führungskräfte? Hallo? Ja, ja, Spreckels, wir haben gerade Presseleute. Steigen Sie aus, einmal und gehen Sie Fahrzeug vor dahin, der Nordschranke. Sollen wir die durchlassen dahin, oder nicht? Hier links rüber. Da. So. Genau. Ja, so verstanden. Und die lass sie wieder einsteigen, die sollen sie auf der Stelle kehrt machen. Okay. Einsteigen, bitte steigen Sie wieder ein. Wir haben ja derzeit eine Notlage. Steigen Sie ein und fahren Sie wieder zu Ihrem Ziel zurück. Straße zu Ihrem Stadt. Ist außerdem blockiert, total. Nimm die scheiß Waffe runter, Monty. Die Notlage ist bewusst. Wir sind ja von der Presse, wollen hier dokumentieren. Ja, hier wird nichts dokumentiert. Jetzt gehen Sie weiter. Hier gibt's. Ja, Versteigerungstaktik. Wir würden ja gerne weiter, aber es wäre in die Richtung. Fotos machen. Ja, das sind aber nicht. Nein, das sind nicht die Druiden, die Sie suchen. Sir? Sir? Ja. Die Straße. Sie werden jetzt umgehend wieder durch in die andere Richtung fahren, und zwar dahin. Ja, man kann auch freundlich bleiben. Sie fahren jetzt. Ja, wir steigen hier ein. Sehen Sie es ja, oder sehen Sie es nicht? Das kommt morgen in der Zeitung, hier. Ey. Das ja, das kann gerne in die Zeitung kommen. Das mein ist mir Name egal. Ist jetzt hören Sie auf, hier zu filmen. Das kann es ja wohl nicht sein. Rückwärts. Zack. So, die wollten, das waren sensationsgeile Arschlöcher, die hier unsere Verletzten und so filmen wollten. Nee, sowas wollen wir nicht drin haben. Die Berg, noch Info, es kommt sowieso keiner durch, da die Straße momentan noch blockiert ist. Alles klar, ja, gut, okay. Gut. Ich bin nur der IOD, eigentlich habe ich hier überhaupt nichts zu sagen. Ja, also, dann weg von meiner Schranke. Wolltest du noch sagen? Danke für den Hinweis. Also, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, es hat mir einer gesagt, was ich. Ja, nö. Hier, Kanner ist, glaube ich, der Ansprechpartner. Hier, der Kollege da. Hast du hier was zu sagen? Ja, ein bisschen. Gut, weil ich bin vom Trupp Alpha 2 und weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bin auch Alpha 2. Cool. Welcher Trupp? 1 oder 2? 2. Boy. Dennis Spreckel ist dein Ansprechpartner. Dann 1. Ach, Lex. Spreckel, dann war's doch mal an als den Nordschrank kommen. Wir haben hier einen Soldaten, der dich, sagt, er gehört zu Alpha 2, Trupp 2. Ich bin nur IOD, ich hab hier überhaupt nichts zu sagen. Jupp. Okay, Eule, habt ihr keinen mehr, der punkten kann oder was? Was denn? Wer denn? Wo denn? Eule ist hier. Der Mann hier zu meiner rechten Schulter. Das bin ich hier. Hier ist Eule. Wer ist das denn?
Ja, ihr solltet einmal Meldung geben an Alpha. Fahrers. Ich hab keinen Kontakt. Du gehörst aber nicht zu meinem Trupp. Okay, dann funke ich mal für euch, ja? Da war es Alpha 2. Da war es Alpha. Warte, ich mach mal kurz eine Statusabfrage, was mit meinen Leuten ist. Ja. Eins. Arnold. Das mag sein, die sind glaube ich auf der anderen Monty Seite, wenn du hier Richtung Südwest runtergehst. Okay, danke. Komm, nur will ein bisschen was wissen. Jeder wo ist gesagt, Arnold? Alpha 2. Taube verletzt, Kopfschuss. Ich hab keinen Arnold gesehen, Mann. Bist du bei den Sunnis? Ärztin und bin so Chef von diesem scheiß Außenposten, ne, der scheint verschwunden, nämlich da unten ist er nicht. Das ist nicht gut, aber und hier ist er nur auch private. Schuss runter! Mr. MP-Soldat? Kondor an Alpha. Beschuss Ost. 100. Mr. MP-Soldat? Ja. Status Eule, ein Mann grün, ein Mann gelb, ein Mann schwarz, weil nicht auffindbar. Okay, ihr habt keinen Funker mehr. Richtig. Wir haben Arnold verloren. Kondor an Alpha, Eule hat keinen Funker. Status, ein Mann grün, ein Mann grün, gelb, ein Mann schwarz. Verstanden, Kanonenboot rechts von Checkpoint. Nordöstlich hat sich Schutz gelegt. Taube Status grün, bin ich auf dem Weg zu meinem angeschammten Platz. Positiv, ja, so Verbindung besteht. Okay, bei Eule sind hier zwei Mann grün, einer schwarz. Was ist denn schwarz? Schwarz ist außer Kondor Alpha, das war's. Eule. Ausgefallen komplett. Ich habe halt zu einem meiner Männer keinen Kontakt mehr. Und ich habe keine. Gesagt, wir haben zu Arnold auch keinen Kontakt mehr. Oh, das ist nicht gut. Das habe ich jetzt schon zum fünften Mal gesagt. Habe ich gehört. Aber wir müssen doch sicherlich einen zweiten einen XO oder sowas haben. Ma'am, ich kann anbieten, das TOC mal anzufunken und nachzufragen, ob die über Arnolds Verbleib Bescheid wissen können. Ja, und vielleicht über seinen Stealth, weil ich habe vom Stealth auch nichts gehört. Ich frage nach. Wer ist der Stealth? Kondor, verstanden. Bussard steht neben mir. Moment. Lea? Ja. Dein Chef ist weg, oder was? Ihr habt keine Funkverbindung. Arnold? Kana, was ist eigentlich mit dem Rest aus deinem Trupp? Okay, ich funk gerade mit Alpha. Deswegen, ich gebe kurz durch, dass ihr keine Funkverbindung mehr habt. Kondor an Alpha. Gut, dann lasse ich das mit dem Typ zu. Bussard hat Truppführer verloren. Gar nicht mehr Kana, quasi dabei. Nicht auch. Was ist denn mit dem Rest deines Trupps? Also ich habe nur Kana hier bei mir. Alpha 2 und Alpha 1 seid ihr dann wahrscheinlich, ne? Nein, wir sind Alpha 2. Achso, das komplette Squad ist Alpha 2. Okay, ich muss... Ja, in Trupp Jungs, 1 und 2 aufgeteilt. Dann gehe ich mal gucken, ob ich... Fahrzeug aus Nord. Scheiße. Eine Person. Vorsicht, Kreuz. Okay, da kommt wieder ein Fahrzeug. Kondor ist dezimiert auf eine Person. Gut. Bussard hat keinen Truppführer. Durchfahrt verweigern. Funkkreis. Haben wir einen Empiler hier? Ja, haben wir, aber Durchfahrt verweigern. Okay. Da hinten Abend. Guten Tag, fahren Sie zurück. Ich soll zu meinem Sanitätsdienst. Ja, Sie wollen hier durch, richtig? Ja, gerne. Ja, derzeit ist es leider nicht möglich aufgrund militärischer Vorkommnisse. Sie müssen erstmal zurückfahren oder einen anderen Weg nehmen. Ja, einen anderen Weg nehmen. Das ist die einzige Brücke da vorne. Ja, da kann ich leider nichts dran ändern. Also ich kann sie nicht durchlassen. Wir haben derzeit Probleme. Also die Straße ist gesperrt. Wir haben da derzeit ein paar Wracks stehen. Ich kann sie nicht durchlassen. Dann fahre ich halt zurück. Es tut mir leid. Ich wünschte mir, Ihnen bessere Nachrichten geben zu können. Gut. Aber Sie haben ein schönes Auto. Ja, danke. Gut, kann ich denn hier einfach so auf der Straße wenden? Sie können jetzt einfach zurückfahren und dann einfach wenden oder Sie machen einen großen Kreis, aber rechts von uns sind ja ein paar Fahrzeuge. Deswegen würde ich sagen, Sie fahren einfach rückwärts ein. Warten Sie, ich weise Sie ein, schlagen Sie mal ganz rechts ein und fahren Sie los. Mhm. Ganz langsam, genau. Ja, sehr gut. Ja, ist egal, Sie haben jetzt einen Pylon umgefahren. So, jetzt schlagen Sie links ein und dann können Sie wieder zurückfahren. Gut, dann weiterhin schönen Abend. Ja, tut mir leid. Okay, ich bin vermutlich der Letzte aus Alpha 2. So, einmal hier wieder sammeln.
Dann sind wir insgesamt, glaube ich, noch zu fünf. Glorious so, lebt einmal auch nicht mehr, wenn EOD, ich das Eule. Ja. Hier ist Eule. Ich übernehme die ganze Funkerei für euch. Genauso wie für Buzzard. Okay. Das heißt, primär bleibe ich jetzt hier hinter diesen Dingern da. Als MP. Jetzt hast du denn einen Funkkreis zu einer kommt bitte immer zu gehen und gucken, ob hier nee. Alpha 2 und Leute von uns erstmal wieder irgendwie da sind. Also gerne machen, ist aber ich muss jetzt da, sowieso kurz mal rüber zu Buzzard. Also gut, ich kann gerne mal kurz nachbauen. Dann können Sie hingehen, Sir, und ich bleib hier. Ach, du musst mich nicht so hören. Okay, okay, Sir. Also kannst du natürlich auch gerne natürlich, machen, aber Sir. Dann stehe entsprechend auch stramm hier. Ja, natürlich. Ich salutiere nicht im Feld. Ja, ist auch besser so. Ansonsten schießen wir noch nicht. Richtig. Oh. Ja, ich höre, das gibt's. Soldat? Medic-Fahrzeug. Oh, Medic ist gut. Was gibt's? Oh, die wollen wenden. Zweite Schranke von Nord aufmachen. Regels, da du ja der letzte Ranghöchste bist, brichst du das ab wegen den Funkreisen? Ja, ich guck mal, ob ich irgendjemanden finde, der da verantwortlich ist. Ja. Ich glaube da oben mit der NATO-Flagge oben in dem Bunker. Medic! Lass durch! Medic! Hinter der zweiten Schranke! Medic! Ja, ich muss auch die Medic! Du bist kein Medic! Medic sind hinter der zweiten Schrank. Nö, hat mir meinen Kopf getroffen. Sag mal, kommt ihr da alle so einzeln versprengt raus? Kommt da jetzt noch einer oder kein letzter Mann? Ich muss zu den Medics. Bis gleich. Dann kommt da also noch ein vierter, ja? Naja, er hat gesagt nein. Ja, es sind aber nur drei durch. Ja, keine Ahnung. Ich sag ja nur, was er gesagt hat. Mit einer Stunde hätte unsere Ablösung kommen sollen und Alpha 2 hätte jetzt auf Patrouille sein müssen. Unsere Patrouille, unsere Ablösung kommt in 15 Minuten. Gut. Um 9. Ja. Schade, also ich könnte echt noch 2-3 Stunden weiterspielen. Ich habe übrigens mal die Fahrzeuge, die hier alle standen, repariert und da vorne geparkt, ne? Also da. Kannst ja mal fragen, was wir damit machen sollen. Keine Ahnung. Ich kann niemanden fragen. Achso, ich dachte, außer du hättest... Sprengel. Achso, ich dachte, du hättest irgendwie, Funkkontakt irgendwo hin. Ich hab alle Funkkreise, du auch. Ich hab mir leider nur meinen eigenen aufgeschrieben. Wenn du einen Funkkreis öffnest, oder ein Funkgerät und da mal durchschaltest... Ja, dann bin ich ja, nicht mehr auf meinem eigenen Channel, also ich war. Ja, deswegen funkt man ja auch, melde mich für vom Funkkreis. Das ist ja nicht meine Aufgabe, ich bin hier nur IOD und ich muss hier keine Funkkreise durchgehen. Okay. Wenn du der Mann ist, hast du das. Hab ich auch gemacht. Wie hat's dir denn gefallen? Okay. Also meinst du, mit denen könnten wir nochmal, ja? Hm. Schön fand ich, dass sie so ein schmales Rebo hatten. Oh. Meine Ex-Frau war heute zu Besuch. Ich weiß. Alter. Weißt du, warum die da war? Ist das ein Stress? So, auch für euch. Ja. Aus. Ach, scheiße, was war das jetzt hier? Das feindliches Boot angelandet. Vermeintlich feindlich. Osten?
Ja. Ich habe da andere Infos zu, Sir. Ja. Vorhin hieß es in meinem Funkkreis, dass sich ein Kanonenboot am im Osten sich den Checkpoint nähert. Okay. Nee, eben gerade Verwundeten gehabt. Der berichtete von Boot mit Kampftauchern drauf, bewaffnete. Okay. Allerdings unter Feuervorbehalt. Könnten auch Verbündete sein. Ich frag mal nach, ob Alpha ist sich nicht ganz. Hast du ein Funkgerät? Jo. Aber sag mal, Moment, du bist Alpha was? Ich bin Alpha 2. Ich habe auch nur Short Range. Hast du mal was von Eule gehört? Eule gibt's nicht mehr. Hat sich da jemand vorhin vor circa 5 bis 10 Minuten sich bei mir im Funkkreis von irgendeinem Boot gemeldet? Jetzt mal antworten. Zack, zack. Hier herrscht noch militärische Ordnung, ich merke das schon. Ja, ja. Funkverbindung für euch, Eule, bin ich inzwischen. Alles klar. Also ich bin auf Kanal 8. Ja, die Info habe ich auch, dass irgendwelche Kampftaucher hier unterwegs sein sollen, auf Kanal 8, weil die eigene beschossen haben. Wir ich haben bin unter ja der letzte Vorbehalt, Überlebende. Feuerstatus, Geld. Lone Survivor. Also meine Teamkollegen bestätigen dasselbe, dass vorhin sich jemand auf unserem Funkkreis gemeldet hat von einem Boot aus. Die haben aber auch gemeldet, dass sie von Kampftauchern beschossen wurden. Wisst ihr, was ich komisch finde? Als es dunkel wurde, war der Mond eine Sichel. Jetzt ist er voll. So, Monty, war das Ja jetzt an mich gerichtet vorhin, oder? Nee. Heute war meine Ex-Frau zu Besuch. Achso, ja, genau. Ich dachte, ich sag, wir machen ein bisschen Smalltalk ficken. Hier, solange wir hier rumstehen. Ja, und ich sag zum Ficken, dann kommt hier der MP-Soldat und sagt irgendwas. Genau, sagt, nee, ja. Meine so, Ex-Frau... Also ich habe mich gerade mal mit Lied abgesprochen. Meine Ex-Frau war da, um mir zu sagen, dass sie in einer neuen Beziehung ist. Nord, die Sicherung hierbei. Als ob ich verstanden. Neidisch werde. Von du jetzt noch gerne durchlöchert. Monty? Ja? Konntet ihr auch Reifen wechseln und sowas? Ich kann sowas, ja. Unser M-Rap da hinter der Schranke da. Wie viele zwei Reifen fehlen? Verloren. Zwei. Gut, dann würde ich empfehlen, wir plündern hier zwei Reifen von den Fahrzeugen da. Ja. Ich kann nur einen tragen, deswegen. Ja, ich komme mit. Macht mal einer bitte die Schranke auf. Danke. Hat mein Gewehr so schön aus. Dann nehmen wir am besten hier vom LKW. Ich bin auf der anderen Seite, genau. Ich nehme das Ersatzrad, weil ich kann, glaube ich, keins abbauen, weil ich kein Werkzeugding habe. Achso, okay, das kann nur ein Dingens. Okay. Ich baue gerade das Rad ab. Oh, wo liegt's denn? Da liegt's. Ich muss auch kurz gucken, wo das Rad jetzt gelandet. Wo ist denn das Rad? Da. Tragen. Okay, Kanner. Kannst wieder runter machen. Woher kommt denn ihr? Wie bitte? Woher ihr kommt? Hey! Wir sind einfach zu. Lauf da dran! Papa! Och. Jetzt bin ich ein bisschen schockiert. Kommt ihr vom Boot? Oder aus der Richtung? Blutet jetzt mein Arm plötzlich. Weil deine Wunde wahrscheinlich aufgegangen ist. Ja, das hatte ich doch vorhin auch beim Auflegen. Hallo, Reifenträger. Ja, aber da oben beim Auflegen ist ja mir doch auch der Arm kaputt gegangen. Also ich nehme an, das ist da irgendwo an dem Bunker. Problem. Ja, ich gehe mal kurz zu den Achsen, lass mir das nähen. Ich bin kurz bei den Achsen. So, Reifen ist dran. Ja, alles wieder gut. Thank you.
Alpha 2 verstanden, eine leichte Korrektur. Wir sind nur noch 5 Mann und reparieren gerade noch unseren M-Rap mit 2 Reifen, die wir geklaut haben bei den LKWs. Ist fertig. So, haben wir hier eine Eule? Hier. Wo ist sie? Hier. Hier? Also hier. Ah, ja. Ich habe gerade ein Fahrzeug repariert, also wir haben jetzt von den Fahrzeugen. Moment, mit dem falschen. Oh, Moment, Moment, Moment. So, wir werden gleich abgelöst von irgendjemandem. Wir werden abgelöst. Genau. Mehr Info brauche ich nicht. Ja, wir haben es überlegt. Vielleicht. Mal gucken. Soll ich schon mal wieder zu meinem Jeep zurückgehen, wo mein Schütze ist, oder? Crank, prüfen wir, ob das Fahrzeug noch richtig fährt. Okay. Also wir haben zwar die Reifen getauscht, aber ob da irgendwas am Motor ist. Also. Taube. So halbwegs. Ja. Wir rücken gleich ab. Ich komme jetzt zu dir, steige als Fahrer auf und dann warten wir, wie es weitergeht. Verstanden. Du bist hier, oder? Ja. Ich dachte schon, ich werde verletzt. Du bist hier, oder? So, schnell wieder nach oben. So, du bist Taube? Ja, ich bin hier, ja. Ja, sehr gut. Okay, ich wollte nur sicherstellen, dass ich das richtige Fahrzeug treffe. Ich glaube, ich bin der Einzige, der noch an einem MG sitzt. Ja, das hat ein bisschen gescheppert hier. Soll ich dann wieder von hier aus gesehen? Also, weißt du, wo unser Chef ist? Gerade nicht, ne. Müsste aber immer noch im Süden sein. Er reagiert nicht auf Funksprüche. Hoffentlich. Echt? Baldrich? Ist da wohl nicht gefallen? Ja doch, wahrscheinlich. Alles klar. Ist wahrscheinlich tief gefallen, also umgefallen sogar. Jetzt hat irgend so ein MP-Schnösel hat die Führung unserer Gruppe übernommen. Ja, ich weiß, da war ja auf jeden Fall vorhin dabei. Okay, von mir aus, nichts dagegen. Ja, ich bin natürlich meinem Chef tief ergeben. Das war nicht ganz unstressig heute.
langsam. Und die haben hier wirklich schon mal eine Mission gespielt, die 9 Stunden gedauert hat. Wir haben kein Licht mehr, unser Licht ist kaputt. Ich sitz vorne. 1-1 nimmt hier den Hamburg. Ja, ins Fenster. 1-1 nimmt den Hamburg. Unten sammeln. Wo auch schon der Fahrer drin sitzt. 1-2. Ja, guten Tag. Ach. Servus. Wer sind Sie denn? Eule. Ja, es fehlen noch 2 Leute. Bist du? Ja. Hier, den da drüben. Ihr sollt in den Hambi. Tschüss. Tschüss. Ne, ich will jetzt kein Hambi. Oder komm, ich fahr bei dir mit. Bist du in den Hambi, du? Da geil. Ich geh jetzt eine Rauchung. Kein Platz mehr. Ja, willst du mich verarschen? Ja, ist doch noch Platz. Ist noch ein Platz frei. Hinten links ist noch Platz. Dann wenn das sich kurz an den Dampfen. Und du auf der rechten Seite, mach mal die Tür zu. Die Tür offen? Ja. Hallo, Kat? Bin ich. Er lüftet nur. Rechte Seite, nicht linke Seite. Alpha 1-1 sitzt. Mit einer offenen Tür. Er sitzt hinten rechts. Einer, der raufen geht. Toll. Durchzug. Ja, man muss seine Tür auch mal offen halten.
glaube, man kann die sogar zumachen jetzt als Beifahrer, ne? Glaube ich, irgendwie. Na gut, fahren wir halt mit offener Tür. Kondor an Eule. Eule hört. Hallo, Kondor. Seid ihr aufgesessen? Ja, jawohl. Wir sind drin. Ich verstehe kein Wort. Ich höre gerade nichts. Der steht wo? Wir stehen an der südlichen Schranke, direkt vor der zweiten Schranke, die gerade offen ist. Uns hat gerade das, uns hat gerade so ein AMRAP passiert. Also Alucard, du sitzt hier im Ambi. Ja, ich sitze im Ambi. Das Teil, wo ich gerade neben dran sitze, ne? Neben dran stehe. Genau. Ja, genau, wenn das Ding mit der offenen Tür ist. Ist das letzte Fahrzeug. Und wir haben immer noch die Tür auf. Alpha 1-1 sitzt vollständig im Ambi. Ach, jetzt seid ihr aber nicht viel. MG-Schütze ist gerade Raum. An, einmal bitte an den LKW ranfahren. Jawohl. Der vor uns ist. Ja, sehr. So, bin wir da. Tür zu! Jo. Es sieht genau, man kann die Tür und zu. Guck mal kurz, ob ich die Tür hier los. Müsste denn nur der Typ können, der da drin sitzt. Muss er wahrscheinlich noch einmal aussteigen und wieder einsteigen. Ja, ah, jetzt so. Sehr gut. Wundervoll. Das sind halt so die RHS-Momente. Marschgeschwindigkeit ist 30 km/h. Und Licht an. Wir haben kein Licht mehr, tut mir leid. Okay. Licht an. Haben wir halt kein Licht mehr. Könnte Mathe mit einer Taschenlampe an. Könnte mit dem MG-Feuer, das Mündungsfeuer könnte vielleicht leuchten. So, ich habe das Licht jetzt mal angemacht, also wie ihr seht, sehe ich nichts. Stiller war das Foto reingeschickt, Video. Oh Gott, wie ich gerade am Dampfen bin. Durch das Licht, was jetzt gerade von hinten reinscheint, sehe ich nur noch Einschussmittel und ich sehe nichts in der Scheibe. Also. Ja, danke, geht mir genauso. Okay, gut, dann versuche ich jetzt mal. Oh, jetzt sehe ich wieder ein bisschen was. Du musst aufholen, der fährt uns davon. Der fährt schneller als du weißt. Ah. Oh. Ja, so geht's auch. Oh, Gott sei Dank. Wir sind noch gar nicht in der MOB, beschützt. Wir haben gewonnen!